Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Match Master of Realms Age of Empires 4. Wir haben das nächste Viertelfinale. Es ist der Spieler in Rot, Vam, mit den Malian gegen den Spieler in Gelb. Da haben wir Vortex mit den Ayyubiden. Ein weiteres Mal das Matchup Spanien gegen Kanada. Das kommt nicht in AOE öfter mal vor, weil wir zwei starke Kanadier und zwei starke Spanier haben. Und die dürfen sich hier gegenseitig ausschalten. Einer der beiden kommt ins Halbfinale in diesem Best of 5 im geschlossenen Map-Pool, nein, das ist der offene Map-Pool, Entschuldigung, haben wir die Schlucht. Im geschlossenen Map-Pool King of the Hill, im Chaos-Map-Pool Sokotra, im Wasser-Map-Pool wieder mal das Archipel und im Hybrid-Map-Pool wieder mal Kavasan. Also es gibt schon einige Maps, die sich da rauskristallisieren als Favoriten im Map-Pool. Natürlich bei den Zivilisationen ist es ähnlich, die Bans liegen auch meistens auf einer ähnlichen Schiene und beide haben dem Fall dasselbe gebannt, nämlich Heiliges Römisches Reich, Zuxis Vermächtnis, Byzantiner und Engländer sind auf beiden Seiten raus aus dem Thema. Das heißt, Vortex hat neben den Ayyubiden noch die Rus, die Abbasiden-Dynastie, das Delhi-Sultanat, den Drachenorden und die Mongolen auf der Gegenseite bei Vam. Neben seinen Malien hat er dann noch die Chinesen, die Japaner, die Osmanen, die Franzosen und Johanna von Orleans. Das sind die Möglichkeiten, also die für die Matchups drin sind. Und dann haben wir hier den Start in dieses Best of 5. Wer hier mal in Führung ziehen wird, erstmal Haus der Weisheit, Flügel dazu holen, Militärflügel, Verstärkung, um den Gegner dann ein bisschen belagern zu können. Für die Malier dauert es noch ein bisschen, bis dann der Manzer Steinbruch kommt. Wird da fleißig gearbeitet und wir warten, bis die Feudalzeit mal vernünftig startet. Bis dahin können sich die beiden nicht viel bekämpfen. Es werden also Schafe gesammelt, es wird die Map abgescoutet, man guckt, dass man alle Ressourcen im Blick hat, dass man weiß, wo die geweihten Stätten sind, dass man weiß, wo die Reliquien liegen. Daher eben einmal die ganze Karte, alle dunklen Stellen quasi durchfahren. Bisschen noch die gegnerische Base abchecken, ob es da irgendwas Überraschendes gibt. Ist aber in dem Fall wirklich nicht so. Da geht es los mit dem ersten Wüstenplünderer. Ja, das sind Upgrades für Vam. Wir haben natürlich die erste fertige Baugruppe. Aber zur zweiten kann man versuchen, sich ranzuarbeiten. Ist aber ein bisschen weiter weg, Dorfbrunnen ist aber dafür auch unterwegs. Also der Versuch ist da, dass Thema mit dem Wüstenplünderer, der kann ja auch im Nahkampf auspacken. Das heißt, er wäre trotzdem gefährlich gegen so eine Position hier außen. Gibt es die Baugruppe an der großen Goldader? Der Dorfbund ist noch immer auf Wanderschaft. Bisschen die hinterste Ecke der Karte aktuell. Und jetzt gab es den ersten Speerwerfer. Sein Versuch ist einfach da, diesen Wüstenplünderer loszuwerden und ihn zumindest wegzuhalten. Währenddessen sammelt Vortex einfach fleißig weitere Ressourcen. Wenn sie kennt, für ihn ist eine schnelle Ritterzeit der Plan. Währenddessen der Wüstenplünderer sucht immer noch. Also der hat schon mitbekommen, dass es hier draußen natürlich einen Dorfbund gibt. Versucht ihn zu erreichen. Jetzt hier der Fight. Das Kamel gegen den Speerwerfer. Der Wüstenplünderer gegen den Speerwerfer. Wer das mit dem Gensaut wahnsinnig laut ist. So, da Wüstenplünderer kassiert jetzt einiges an Damage. Reicht das Kamel für Fern- und Nahkampf. Und der, die Speerwerfer tun ordentlich weh. Rund auf 36 Hitpoints. Der Dorfbewohner kann also loslegen. Es gibt die große Baugruppe. Bisschen später als ursprünglich geplant, aber es gibt sie. Parallel Vortex sammelt auf den vollen Flügel. Also nicht den Fortschritt, sondern dann das Wachstum höchstwahrscheinlich. Dass er mehr Dorfbewohner und natürlich auch mehr aus seinen Bärenstreuern bekommt. Die hat auch alle noch nicht weggesammelt, also hat das so gestaffelt, dass sich hier dann die Bonusnahrung bekommt, sobald der Flügel fertig wird. Muss jetzt noch ein bisschen drauf aufpassen, dass es das nicht leer sammelt und hier wird jetzt die Baugrube erweitert. Ja, die Dorfbohne hier, sie sammeln noch. Wie viel Nahrung ist da noch drauf auf diesem Bärenstrauch? Hier die letzten 100. Bis der Flügel fertig ist, dauert es noch. Ja, die Dorfbohne gehen jetzt erstmal weg. Der Plan ist eben genau das. Erstmal weggehen, warten bis die Nahrung das wieder, oder bis der Flügel das wieder hochpusht. Währenddessen gab es die Steine für einmal Schießschaden an der Goldader. Auf der anderen Seite für Vam. Man sieht, die Viehfarmen kommen dazu. Also beide sollten gut in die Ritterzeit kommen. Stout für Vam natürlich noch, aber er kann das Wartezeit ein bisschen schneller bauen als sein Gegner. Für Vortex ist einfach sehr viel Wartezeit mit dabei und der bekommt natürlich dafür einen großen Schwung an Dorfbewohner mit dazu. Militärisch tut sie dann nicht allzu viel. Drei Wüstenpindre bisher auf dem Feld. Und los geht's im Wachstum. Das heißt, diese ganzen Bärensträucher haben nochmal einen ordentlichen Schub mehr an Nahrungsvorsorge. Da geht's in der Moschee sofort der Wisch, um die Reliquien einzusammeln. Also es wird sich weiter verstärkt, gerade wirtschaftlich. Auf der anderen Seite dauert es noch ein bisschen, dann ist das Wahrzeichen auch hier möglich. Da kommt dann der Fulani-Pferd. Wir haben da bisher vier gefüllte Viehfarmen. Die fünfte wird gerade gefüllt. Also da kommt Vam weiter und weiter. Ritterzeit, wie gesagt, sollte kein Problem sein. Es gibt jetzt den ersten Kamelatzenreiter. Aber das Wahrzeichen ist unterwegs. Noch bevor die Einheiten hier ankommen, parallel. Wir haben Derwisch Nummer 2 auf dem Feld. Also Vortex bekommt den Vorteil, was die Reliquien betrifft. Aber auf der anderen Seite haben wir Vam mit einer sehr, sehr starken Passive Economy für die Malier. Also beide bekommen einiges an Luxus. Mal sehen, wer das dann besser fortführen kann. Da gibt es nochmal die Viehfarm. Hauptsache, es steht noch mit dem Wahrzeichen.
dass man da maximal noch Nahrung rausquetschen kann. Ab dann haben wir jetzt hier gleich 6 Viehfarmen gefüllt, also 18 von 20. Dann kann er noch eine nicht ganz gefüllte Viehfarm quasi setzen. Währenddessen sammelt sich hier mal die Infanterie. Auf der anderen Seite ist es noch recht Kavallerie-lastig mit den Kamellanzenreitern und den Wüstenpatronen. Wie man sieht, auch schon eine frühe Mangel mehr dazu, um den Sperrwaffen Probleme zu bereiten. Wobei, da wird jetzt auch schon auf Bogenschützen geswitcht. Giftpfeile wären eine Option für die Malier. Und wie gesagt, Passive Economy ist ein Thema. Entsprechend wirtschaftlich hat der Vortex trotz mehr Dorfbewohner gar nicht mal so den Vorteil, weil einfach Vortex ja nicht so viel Ressourcen passiv bekommt. Es wird aber bei ihm auch gerade mehr. Mit den ganzen Reliquien, die er sammelt, kommt auch da einiges inzwischen dabei rum. Hat 4 Reliquien eingesammelt. Einzig die 5. wird er nicht bekommen. Da steht gerade noch ein Don zur Wache. Es gibt aber noch keinen Imam, der das Ding einsammeln kann. Die Frage ist, kann Vortex vielleicht sogar die 5. Reliquie sich schnappen? Natürlich schon ärgerlich, für wenn man das nicht bekommt oder wenn es dem Gegner da quasi so viel abgeben muss. Hier nochmal Schießscharten für den Zoll-Außenposten. Und es soll eine Belagerung gestartet werden. Vortex pusht ein bisschen nach vorne. Da ist er erwischt, der wird aber zerschlagen. Bis jetzt zerstochen. Und hier geht's dann gegen die Gebäude. Mange ist mit dabei. Beziehungsweise das Manjanik, das kann mit seinem Feuerschaden natürlich auch für sehr viel Ärger sorgen. Ist auch auf Feuerschaden, wie man sieht. Entsprechend, es regnet jetzt erstmal auf die Gebäude, auf diese Viehfarm. Die frisst dabei sehr viel Schaden schon mal. Die Feuersteine tun da schon ordentlich weh. Der Außenposten leidet, die Viehfarm leidet, die Häuser leiden ein bisschen. Wenn das in die Baugruppe wird angegangen. Oder man sagt sich, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich versuche jetzt das irgendwie zu verteidigen. Mange hat umgestellt auf Steine, weil sie damit effektiver gegen Einheiten ist. Der Feuermodus ist halt sehr gut gegen viele verstreute Gebäude, gerade gegen Felder. Was man aber bei den Malien eigentlich nicht wirklich sieht. So, Außenposten wird auch noch angegangen, die Mange wartet. Wenn das nicht Sperrer versuchen, einfach das jetzt ja über nach und nach ein paar Kite-Aktionen in den Griff zu gehen. Die Donsus könnte ich auch gelegentlich den Sperrwaffen damit für Probleme sorgen. Jetzt haben wir aber auch eine Rote mit dabei, um eben die feindliche Mange loszuwerden. Hier das Battle um die Reliquie. Die Reliquie liegt allerdings noch. Der Derwisch hat es versucht und die Armee von Vortex ist eigentlich in der Gegend, um sich die 5. Reliquie auch noch zu holen. 44 zu 53 in der Economy. Kills gab es da bisher keine drauf. Der Außenposten ist dann nach und nach abgebrannt. Die Armee steht noch bereit. Massenhaft Infanterie, wenn das nicht und so dieses Mal schafft es nicht, den Derwisch zu stoppen. Also ja, 5. Reliquie geht hier an Vortex. Kommt die vollen 400 Gold pro Minute. Gut, wenn wir mal irgendwann in den Parallelzeit kommen sollten, dann könnte damit 10 schon noch was drauflegen, aber davon sind wir noch ein ganzes Stück weg. Selbst wenn er da Fortschrittsvögel wählt, muss er erstmal 1500 Nahrung parat haben. Und das werden jetzt nochmal 2 Minuten Nahrung sammeln, ohne dass er irgendwas produziert. Also ist für Vortex noch nicht so wirklich drin. Sammelt sich da doch weitere Bärenstreuer durch. In der Zwischenzeit steigt aber auch Vam seine Masse an Einheiten, die er besitzt. Man sieht ja die ganze Produktion hier hinten. Hat da jetzt 22 Bogenschützen, 10 Sperrwaffe, 21 Donsos. Da kommt die 3. Baugruppe mit dazu. Noch mehr Passivgold also. Und da geht's in die vergifteten Pfeile. Die können sehr gefährlich werden. Auf der anderen Seite gab es einfach noch mehr Belagerungswaffen. Inzwischen haben wir 2 Rutten, 2 Mangen am Start für Vortex. Aber alles Geld wird in die Armee gesteckt. Deswegen gibt es nochmal Schießschatten. Der Außenposten wurde neu aufgebaut. Und da kommt der nächste Besuch von Vortex vorbei. Aber es ist halt schon sehr viel Feuerbau, die sich im Gegenstand längst. Es fehlen noch die Giftpfeile. Das dauert aber noch 50 Sekunden. In der Zwischenzeit, Palisade wird gebaut für Vam. Und Vortex schnappt sich die geweihten Stätten. Dann mal ein paar Steine. Wenn das nicht hier einmal Zollaußenposten soll noch verstärkt werden. Das dauert nicht ganz so lange, 26 Sekunden. Kamelanzenreiter. Okay, der erste kriegt die volle Breitseite ab und stirbt da dran. Also man merkt, es fliegen schon sehr viele Sachen da durch die Gegend. Die Patrouille-Force-Einheiten sind dagegen zu weit vorne. Die Giftpfeile ist noch nicht ganz da. Der Außenposten wird niedergebrannt, bevor verstärkt werden kann. Die Mange haut auch einen richtig guten Treffer hier rein. Vam also mit Schwierigkeiten. Vortex macht da weiter Druck. Nimmt da nochmal Reinforcements auseinander. Geht jetzt auch da die Viehfarm hier an. Jetzt die rote Snipe mal raus. Versucht ein bisschen was an Belagerungswaffen auszuschalten. Das sind die erste Viehfarm ist am Abbrennen. Sie lebt gerade noch so. Wird wahrscheinlich abbrennen. Ist nicht ganz so tragisch. Die Dorfmunde kommt sogar nach vorne, das Ding sogar noch zu retten. Und das gelingt das. Die Dorfmunde ist unterwegs. Die Viehfarm wird gerettet. Und die Schlacht soll beginnen. Jetzt sind die Giftpfeile da. Jetzt macht Vam nochmal deutlich mehr Schaden. Vor allem über Zeit. Die Belagungswaffen tauschen ein bisschen Damage ab. Giftpfeile landen auf den Belagungswaffen, haben sie aber keine Wirkung. Es betrifft hauptsächlich hier die Kamelanzenreiter. Wenn man die betrifft, man sieht das ganze Stacks an Gift. Und die zerstören die Sanetten dann doch recht schnell. Die Mangel war jetzt auch weniger, nur noch eine da, die wird das auch zerstört. Jetzt sind es nur noch Bogenschützen, die Vortex hat. Gegen Bogenschützen, Sperrwaffe und Donsos auf der Gegenseite. Aber nein, Vam möchte nicht aus seiner Base rauspushen. Hält sich dann erstmal zurück, sammelt sich nochmal mit den nächsten Reinforcements. Aber konnte das hier verteidigen, hat nicht wirklich was in der Economy verloren. Kann das alles wieder aufbauen. Was er da an ein bisschen Gebäuden verloren hat, das ist auch wirklich nicht so wild gewesen, der Schaden an seiner Infrastruktur. Parallel Vortex muss seine Armee wieder aufstellen.
einige Ressourcen parat gehabt, aber in paralleler Zeit ist noch keine Option. Inzwischen dritte Stufe goldenes Zeit, das heißt höhere Produktionsrate. Als nächstes wäre es für die Belagerungswaffen ein Bonus. Und der Derwisch versucht, die verbleibende geweihte Stätte einzunehmen. Kommt aber dann noch irgend mit dem Wolf, der ihn dann nach und nach wegnagt. Also nur noch 10 Angriffe vom Wolf. Der Speer kann auch noch blocken, der Speer kann sogar mit draufkloppen. Einfach, dass der Derwisch ein bisschen schneller noch umfällt. Der Wolf war tatsächlich nervig, die religiöse Einheit ziemlich angeschlagen. Hier draußen ebenfalls ein Wolf, der an den Einheiten von Vortex nagt. Meine Bevölkerung wird gefüllt, plus 2 Fernkampfschaden kommen mit dazu. Bei Vam 41 Bogenschützen, nochmal 6 Stück unterwegs. Also er baut eine richtig riesige Fernkampftruppe. Vortex hat keine weitere Mange aufgestellt, stattdessen selber wahnsinnig viele Bogenschützen gebaut. 48 bei ihm. Jetzt wird die dritte geweihte Stätte eingenommen, wir sind mehr Palisaden geplant von Vam. Um dann seine Hälfte der Karte quasi abzustecken. Der Wolf da draußen ist immer noch unterwegs gewesen. Aber jetzt werden da weitere Bärensträucher gesammelt. Oh, wir haben kurz geweihter Sieg, der aktiv ist. Allerdings, man sieht, das Kamel hat erwischt und der Derwisch muss ebenfalls fliehen. Hinten gibt es noch ein bisschen Ärger mit einem Counter, aber auch da sind die Donzos zur Stelle. Also bisher, Vortex muss sich auf den Fight gefasst machen. Da ist wahnsinnig viel Armee von Vam unterwegs und die ist halt auch sehr, sehr gefährlich. Das ist ein Vortex-Port-Erfahrung. Selber mehr Masse, 165 Bevölkerung zu 160 ist es aktuell. Ja, da man sieht Kamelazaretta versus Donzos. Der Kampf hat sich relativ schnell erledigt gehabt. Und jetzt werden die geweihten Städten oder sollen auf 0 gesetzt werden. Hier gelingt es nicht, aber hier gelingt es. Das heißt, der Timer sollte... hier kommt sogar noch der Wüstenpindre vorbei. Bekommt noch mal ein paar Runden Giftpfeile ab. Dann kommen hier immer die Musafadi-Krieger mit rein. Und die zerlegen. Ja, das heißt, der Bogenschütze überlebt das sogar. Und die geweihte Stätte kann dann neutralisiert werden. Damit der Timer stoppt. Parallel gab es hier ein bisschen Ärger mit einem Donzo, wird aber dann aufgehalten. Insgesamt gerade ziemliche Ruhephase von den beiden. Geweihter Sieg wird wie gesagt weggenommen. Der Wald ist währenddessen gleich aufgebraucht. Zweites Dorfzentrum kommt, das ist der Vortex. Pusht sehr viel Economy, aber er weiß ja auch, sein Gegner hat halt sehr viel Passiv. Entsprechend muss man das kompensieren. Er braucht da quasi mehr Dorfbrunnen, ansonsten funktioniert das nicht. 180 jetzt zu 180 Bevölkerung mehr oder weniger. Also sie sind da so ziemlich auf Augenhöhe. Vam kann das sehr gut mitteilen. Da sieht man erst, wie stark eben die Malier mal sind, wenn sie die drei Baugruppen aktiv haben, wenn der Fulani-Pfach mit den ganzen Feldern voll reinhaut. Wirtschaftsupgrade 2 auf der Nahrung ist auch mit am Start, also die, das ist nicht die Kreuzungsgesundheit. Das zweite ist nicht die Hortikultur, sondern, ich bin mir nicht sicher, wie der Name heißt, auf jeden Fall Stufe 2 der Nahrung, das sich eben auch auf die Viehfarmen auswirkt. Und somit braucht man gar nicht so viele Dorfbrunnen, um trotzdem eine sehr starke Economy auf dem Feld zu haben. Entsprechend geht es jetzt hier in die 200 Bevölkerung, da steht dann doch die Schlacht bevor, wie es aussieht. Die Gefälle ist natürlich ein großes Problem. Es gibt inzwischen auch einige Nahkämpfe, einige Gulam vorne dran. Gegen die könnte man ein bisschen kiten in der Hoffnung, dass die eben dann nach und nach vom Gift zermürbt werden. Da fliegen jetzt die ersten Giftpfeile und genau das ist das Thema. Wenn die Gulam das abbekommen, das kann sehr schnell sehr schmerzhaft werden. Aber es sind 70 zu 57 Bogenschützen. Allerdings gibt es einen Counter-Deck hier mit ein paar Nahkämpfern an den Dorfbrunnen, die das Gold sammeln. Hier der nächste Trupp Nahkämpfer ist drin und versucht einfach mit Dorfbrunnen auszuschalten. Also hier hat Vortex die Schwierigkeiten, wenn das hier vorne randrückt und versucht den Gegner zu belagern. Da sind aber auch Routen da, um seine Mangel auszuschalten. Da ist noch eine Mangel mit dabei für Vam. Also das kann auch schief gehen. Die Giftpfeile sind auch immer wieder etwas, was reinwirkt. Die Anetten fackeln da wie wild um sich. Haben da gerade kein so valides Ziel. Wenn das hier, die Goldader wird komplett gestoppt. Und Vortex hat jetzt aber 200 Bevölkerung quasi erreicht und versucht sich hier vorzuarbeiten. Er hat 2 Manjanik mit am Start. Eben, das ist jetzt die Frage. Wer kann wie die Belagerungswaffen ausschalten? Die Musafadis laufen schon mal sehr aggressiv rein. Allerdings verliert Vam zuerst seine Belagerungswaffen ein bisschen. Jetzt gibt es das Konterfeuer. Jetzt fallen die Routen auseinander. Der Außenposten währenddessen bricht. Die Routen werden abgefädelt und es sind noch Routen da. Da wird jetzt die letzte gelbe Route ausgeschaltet. Noch 2 Mangeln sind vorhanden. Währenddessen keine Mangel mehr mit dabei für Vam. Sein Außenposten lebt lustigerweise noch immer. Aber die letzten paar Augenblicke, ja, da geht er down. Die Schlacht läuft jetzt wieder mal an dieser Baugrube. Ein weiteres Mal ist hier der Kampf unterwegs. Die Gulam versuchen sich da vorzuarbeiten. Währenddessen eine Mangel wurde gesniped. Die zweite Mangel wurde jetzt auch gesniped. Das heißt, jetzt ist der Fight ohne Belagerungswaffen. Bis auf die Mangel, die in Kürze dann für Vam mit dazukommt. Aber er kann hier seinen Gegner zurückdrängen. Wie man sieht, auch hier wieder Giftpfeile machen eine ziemlich massive Wirkung. Dieser Bogenschütze leidet auch noch daran. Fällt jetzt auch, da ist aber noch mal ein Pfeil geflogen. Und der langfristige Fight tut Vortex mehr und mehr weh. Reinforcements sind unterwegs. Na, jetzt sagen sie aber schon, das wird nichts. Wir bauen eine neue Belagerung. Also wir bauen neues Manjanik. Aber währenddessen flirrt man mehr und mehr Bogenschützen. Die blocken sie ein bisschen gegenseitig. Und es prasseln einfach nur Giftpfeile auf sein Unterzug noch ein paar Speere. Wenn die Speerwerfer gerade Bock drauf haben. Und auch in Reichweite sind. Also Vortex kassiert in diesem Fight doch sehr viel Schaden. Wir sind bei 11.000 zu 7.000 zerstörte Ressourcen. Also Vam zerlegt da mehr vom gegnerischen Militär, man sieht bevölkerungstechnisch, das ist immer noch sehr, sehr knapp in 160 zu 160 in etwa. Vam hat noch fast 2000 Nahrung auf Vorrat. Wenn das ein Vortex eben mit der nächsten Belagerungswaffe versucht, sich da zu stabilisieren. Zu Hause, ein paar Netten warten da noch, die eben vorhin verteidigt haben. Hier gibt es jetzt einen Bergfried, um die geweihte Stätte quasi
zu blocken, dass der Gegner gar nicht erst rankommt. Hier wird jetzt das Gold gesammelt und hier auch ebenfalls eingebaut, dass da nichts passiert. Wobei die Palisade ist nicht mehr komplett geschlossen. Da ist man nicht mal komplett safe. Es werden weiter draußen Ressourcen gesammelt für Vortex. Das ist natürlich auch ein Unterschied. Vortex hat noch keine dauerhafte Nahrung. Er sammelt das alles noch von irgendwelchen Felden, von irgendwelchen Rehen, von irgendwelchen Bärensträuchern. Also irgendwo, wo er unterwegs ist. Währenddessen ist das für Vamp ein Thema eben mit diesen Viehfarmen. Er bekommt da sehr viel passiv über die ganze Zeit. Man hat über 1000 Punkte. Man sieht, er sammelt mit 3 Dorfbewohnern Nahrung. Das ist sehr bezeichnend. Hat mehr Nahrungseinkommen als der Gegner sammelt mit 27. Da sieht man der Unterschied von diesen Viehfarmen mit Funanifach. Das heißt, der Bedarf für Felder ist nicht wirklich da. Die Investition hat Vamp bisher schon gemacht. Und ja, da hat jetzt gerade die Erfolge daraus eben, dass diese Economy läuft und läuft. Kann auch hier mehr Dorfbewohner vom Gegner zerschlagen. 80 zu 67 in der Economy. Das Militär wird dessen über 100 von Vamp. Hat 56 Bogenschützen, 29 Musofadi-Krieger, 17 Speerwaffe und versucht sich weiter ranzuarbeiten. Also die Dynamik hat sich etwas gedreht. Vortex etwas mehr in der Defensive. Sind Dorfbewohner etwas mehr am Laufen. Die Musofadi-Krieger, die eben nach weiteren Schadensgelegenheiten suchen. Und tatsächlich mal hier die Geweihtestelle, die soll zuerst eingenommen werden für Vamp, dass er doch mal tatsächlich irgendwas Religiöses auf der Karte hält. Er hat jetzt den Berg für die auch fertiggestellt, also da Feuerunterstützung. Belagerungshaffen sammelt sich mehr dabei, trotzdem man will hier nichts überstürzen bisher. Weitere Dorfbrunnen wurden halt zerschlagen. 6 zu 12 Kills, also doppelt so viele Wirtschaftseinheiten bereits kaputt gemacht und da sterben noch mal ein paar. Kill Nummer 13, Kill Nummer 14, die Dorfbrunnen schaffen es nicht, das Gold zu sammeln. Und Vortex hat nicht wirklich was an Ressourcen vor. Dabei hat die weiteres Mal 200 Bevölkerung geschafft und versucht, sich nach vorne zu schieben. Parallel leidet aber immer noch an den Musofadi-Kriegern, die überall in seiner Base unterwegs sind. Noch mehr Dorfbewohner fallen dabei. Kill Nummer 16 inzwischen passiert. Und die Dorfbewohner kommen jetzt mal raus aus der Palisade. Und hier gibt der Push nach vorne. Die meine nächste mit dabei. Da aber auch mangelnd Konterfeuer kommt und landet auch ziemlich gut. Giftpfeile landen auch mit ziemlich gut. Also der startet wieder mal für Vamp ziemlich ordentlich. Die Mange peilt auch nochmal. Die Mange trifft auch nochmal. Stirbt dafür aber auch direkt. Und noch mehr Nahkämpfer werden ausgesandt als Runbys. Also zu Hause die Economy von Vortex soll mehr Probleme kriegen. Währenddessen werden wir jetzt hier einfach wieder verteidigen. An derselben Position wieder an dieser Baugruppe soll ein Kampf stattfinden. Aber da wird gleich auch ein Bergfried mit fertig. Wie sehr will das Vortex tatsächlich erzwingen? In der Zwischenzeit leiden seine Nahkämpfer an den Giftpfeilen. Seine Mangel sind noch mit dabei. Die Mangel halten das eben durch. Das Gift wirkt nicht auf Belagerungswaffen. Trotzdem, man hat hier die Musofadis, die jetzt gerade das zweite Dorfzentrum abfackeln. Hier die Musofadis, die mittendrin sind an der Produktionsgebäude, die jetzt sich mit dem Bogenschützen als Reinforcements anlegen. 117 zu 195 im Militär. Der Bergfried im Weg und keine wirkliche Belagerungswaffe, um diesen Bergfried leicht loszuwerden. Also das ist eine Herausforderung für Vortex. Er stellt sich trotzdem dran auf. Er versucht trotzdem, sich hier näher ranzuschieben. Das Dorfzentrum ist bereits gefüllt mit ein paar Einheiten. Also da fliegen jetzt wieder viele Pfeile. Die Einheiten hier warten, leiden parallel hier. Die Reinforcements schaffen es nicht, sich gegen die Musafadi-Krieger durchzusetzen. Das Giot Barra war gerade kurz genannt. Das zweite Dorfzentrum wird abgerissen von Vortex. Und parallel wird das nächste Wahrzeichen gebaut. Und zwar von Vamp. Vamp baut die Festung der Jägerin. Baut sein Imperialzeit-Wahrzeichen hier inzwischen rein. Interessant, dass das Defensivwahrzeichen einfach hier reinknallt. Aber damit blockiert er quasi eine weitere Fläche. Und vor allem, er ist derjenige, der da in der Imperialzeit geht. Vortex hat noch nicht die Möglichkeit, als Stufe 4 im goldenen Zeitalter. Das heißt, Belagerungseinheiten sind günstiger. Aber ja, das fehlt ihm jetzt. Man sieht das auch. Er versucht massenhaft Felder anzulegen, weil er braucht die Nahrung zu sorgen. Er hat sie einfach. Er hat 270 Nahrung pro Minute, was halt wirklich nichts ist. 6 Dorfbewohner, die irgendwo Nahrung zusammenkratzen. Die Musofadis sorgen immer noch für Stress an verschiedenen Stellen. Und wir haben jetzt in der Imperialzeit mächtiges Militär immer noch und Elite-Upgates werden als nächstes folgen. Die Musofadis wandern dann wieder weiter. Die Musofadis laufen nochmal in die Basis rein und jetzt kommen endlich die Felder hier für Vortex. Aber es hat damit trotzdem weit, weit entfernt davon, dieses Zeitalter auszugleichen. Da ist ein weiterer Bergfried geplant. Da gibt es auch gerade eine Palisade für Vortex. Wirtschaftlich inzwischen nochmal ein bisschen mehr verloren. 20 Kills jetzt gemacht zu 6. Und 84 zu 73. Und natürlich auch das zweite Dorfzentrum rausgenommen. Das heißt, Vortex kann jetzt nicht mehr schneller Dorfbewohner bauen als sein Gegner. Sondern nur noch mit derselben Rate. Die Sperren vermahnen sich da auf den Weg. Währenddessen läuft das Upgrade einmal Elite für die Musofadi-Krieger. Die Palisade ist noch nicht ganz fertig. Das heißt, die Sperren verlaufen da auch nochmal durch. Der Wald ist gleich weg, der große Wald hinten ist ja schon aufgebaut, das heißt, man sammelt jetzt an den kleinen, muss sich da ein bisschen mehr bewegen und hier die Einheiten versuchen, durch die Palisade zu kommen. In der Richtung steht aber dann die Festung der Jägerin im Weg, wo man tatsächlich in die Richtung pusht und die Armee ist natürlich auch nicht weit weg. Das findet der Gulam gerade raus, dass hier sehr, sehr viele Einheiten stehen. Die Bevölkerung ist ja die ganze Zeit schon bei 200, bei Vamp hat sich das roten Upgrade noch und er jagt jetzt hier wieder mal die Economy des Gegners. 27 Kills inzwischen gemacht, weil die Kollegen sind eingebrochen und haben auch da das Nahrungssammeln unterbrochen. Also das Leben für Vortex ist schwer, auch hier frisst er nochmal mehr Giftpfeile. Die meine Nick versuchen daher besser, die Einheiten klein zu kriegen. Kann die Festung schon mitkämpfen, noch nicht ganz. Der Fight findet ein bisschen außerhalb davon statt. Das sind jetzt Elite-Helme auf den
muss auf Fadi-Kriegern. Von denen sind 25 auf dem Feld, aber die meisten sind gar nicht mal hier zu Hause. Die meisten sind außerhalb. Das sind die Bogenschützen, die das mit den Giftfang quasi alles regeln sollen. Die einfach defensiv durchhalten möchten. Der Bergfeld hier kämpft es mit. Da ist jetzt eine Mange in Roten mit dabei. Die wird aber angepeilt, die wird weggeschossen. Wenn es die Mange nix landet, ein paar Treffer. Das ist kein schlechter Start hier für Vortex, was den Fight betrifft. Aber trotzdem trifft halt auch viele Gebäude. Und er hat nichts wirklich Gutes gegen Gebäude, ist sein Problem. Man sieht das auch. Die Roten leiden jetzt gerade mehr und mehr. Und die Bogenschützen denken sich, wo geht's als nächstes? Und da treffen sie dann oft das Wahrzeichen, was jetzt auch nicht viel mehr Spaß macht. Ja, das Wahrzeichen lenkt dann entsprechend die Truppe auch wieder ein bisschen zur Seite. In der Zwischenzeit hat auch Vortex wieder Schwierigkeiten in seiner Economy. Da ist seine Moschee gerade abgerissen worden, das heißt, das Gold ist auch weggefallen. Zwei der fünf Reliquien sind nicht mehr aktiv. Weitere Mangentreffer, Manianik-Treffer gehen damit rein. Der Bergfried ist weiteres Mal die Hilfe in diesen Fight. Roten sind mit im Einsatz, schalten sich gegenseitig aus und die Schlacht zu nach vorne. Gestern Vortex will es jetzt einfach wissen. Mit seiner gesammelten Masse geht es gegen die Truppe von Vam. Aber ja, Vam in einem langen Fight. Klar, das Gift wirkt mehr und mehr. Reinforcements stehen direkt nebenan, können hier in dem Fight mithelfen. Das Dorfzentrum hilft mit aus. Also Vortex Armee wird einfach niedergerungen nach und nach. Er hat nicht die Feuerpower, um sich hier durchzusetzen. Und eben ein Zeitalter da hinten, nicht die krasseste aller Economies. Vam hat einen zu stabilen Stand und kann damit das 1:0 machen, obwohl er ziemlich bedrängt wird, aber seine Defensive wahnsinnig solide. Die Giftpfeile haben sehr viel Wirkung gebracht und damit hat er die Führung. Interessante Dynamik von den beiden. Ich meine, wir hatten eine relativ entspannte Ritterzeit, was wir in den letzten Matches nicht oft hatten. Oftmals gingen die Maps schon zu Ende, als es von Feudal auf Ritterzeit ging. In dem Fall war die Ritterzeit quasi noch Teil der Vorbereitungsphase. Und erst danach ging es wirklich rund mit den beiden. Aber wir kriegen auch lauter andere Maps, also da kann sich die Dynamik auch noch deutlich ändern. Mal sehen, wie es weitergeht. So, wir machen weiter auf dem Archipel. Also die Wasserkarte, Drachenorden gegen Chinesen sind die Optionen, die wir da haben. Das heißt, Überwachen kann eingesetzt werden. Die Drachendorfbrunnen mit ihrer höheren Sammelrate werden eingesetzt. Natürlich eine Aachener Kapelle mit dazu. Die Frage ist, für wem? Wahrzeichentechnisch wird es einfach das Steuergold zusätzlich mit der Kaiserlichen Akademie oder irgendwo die Barbakane, um noch ein bisschen mehr Defensive rauszukratzen. Ich meine, die kann jetzt nicht so viel Gebiet abdecken, aber vielleicht hat es einen Effekt. Haben wir erstmal Produktion von Fischerbooten. Beide hauen den Speer weg, kein Militär mehr auf dem Feld. Weil beide konzentrieren sich darauf, diese Bevölkerung möglichst mit Economy zu füllen. In der Frühphase, ehe es dann mit der Feudalzeit in den Kampf übergeht. Also wir warten dann auf die ersten Runden Fischen, die abgegeben werden. Und ansonsten ist es sehr viel Holz sammeln, das da gerade passiert. Nahrung jetzt hier auch an den Küstenfischen. Auf der Seite die Nahrung, beziehungsweise ja, ein bisschen Nahrung an den Rehen. Die Bäume, die abgefällt werden. Auch hier werden Fische mitgesammelt von den Dorfbewohnern. Ja, wirtschaftlich rein. In der Zahl wird sich Wärme natürlich schneller erhöhen, weil der Drachenorden kann so schnell die Dorfbewohner nicht bauen. Das wird nicht funktionieren für Vortex. Aber natürlich dafür die höhere Sammelrate, die höhere Effizienz seiner Dorfbewohner, die er dafür ausnutzen kann. Und wir warten eben, bis die Wahrzeichen hier landen. Sollte nicht mehr allzu lange dauern. 200 Gold für eine Nahrung sind da. Und es gibt die Kaiserliche Akademie für doppeltes Steuergold für alles im Umkreis. Und dann geht es natürlich mit der Feudalzeit los. Gar eine Kapelle währenddessen wird aufgestellt. Auch das absolut keine Überraschung. Holz und Gold boosten, dass das schneller läuft. Und dann geht es in das erste Bogenschutzschiff, gebaut von Vam. Vortex zieht entsprechend mit. Und dann kann man es mir erstmal nach dem Gegner suchen, den Gegner besuchen. Und vor allem die Fischerboote vielleicht ein bisschen ankratzen. Bei dem Fall. Ah, Vortex. Vam schippert ein bisschen an Vortex vorbei. Der wird im Moment verpasst, auf diese Fischerboote zu schießen, sonst hätte er da vielleicht noch ein bisschen Schaden machen können. Schon zweiter Hafen mit am Start. Sprint, der Counter-Scout kommt von Vortex, findet die ganzen Fischerboote des Gegners und haut da mal drauf. Weil man braucht nicht viele Pfeile, um so ein Fischerboot zu versenken, wie man da gerade sieht. Aber ein Rotorschiff klärt dann die gesamte Situation. Und damit pendelt sich das wieder ein. Jetzt natürlich das Schere Stein Papier Spiel mit den roten Schiffen, Bogenschutzschiffen und Sprengstoffschiffen. Also Sprengstoff schlägt Rote, Rote schlägt Bogenschutzschiff, Bogenschutzschiff schlägt Sprengstoffschiff. Da hat sich die Dschunke schon mal sehr weit reingewagt und auch direkt beschossen von der Hulk. Und die knallt das Ding eigentlich weg. 60 Hitpoints noch. Da kommt nochmal ein Treffer und das reicht, um das Schiff zu versenken. Also erster Kill geht hier an Vortex, der jetzt aber trotzdem belagert wird. Da kommt das Sprengstoffschiff mit dazu. Bogenschutzschiff ist aber noch mit dabei. Die Galeere wird repariert. Die Galeere versucht natürlich unbedingt, diesen Brand aufzuhalten, diese Sprengstoffdschunke. Wenn die landet, wird es für die Hulk etwas ungemütlich. Aber die Kriegsschunke ist jetzt gerade das Schiff, das den Schaden frisst und mehr und mehr abbekommt. Also jetzt geht es für Vam gerade eher rückwärts. Nachdem er sein Bogenschutzschiff sehr schnell verloren hat, ist natürlich etwas ärgerlich. Das fehlt ihm jetzt in diesem Kampf. Und da wird jetzt weiter zurückgedrängt. Trotzdem ist er nachgebaut und hat dann die Hafenreparatur mit dabei. Das hilft, um eine Schlacht zu gewinnen. Aber erstmal geht es noch einen Schritt rückwärts hier für Vam. Sprengstoff, ein Schiff ist da und das ist das von Vam. Der Rest sind drei roten Schiffen zu drei und ein Bogenschutzschiff für Vortex. Baut aber auch noch mehr mit davon. Jetzt geht der Fight wieder in die andere Richtung. Klar, so ein schwer angeschlagenes Rutschenschiff braucht sehr, sehr lange, um vom Hafen repariert zu werden. Also eventuell nimmt man da dann die Fischerboote mit dazu, um das einfach schneller zu bewerkstelligen. Aber das Ding hat halt maximal 400 Hitpoints oder 450 Hitpoints. Das will man schon gut nutzen können. Da ist
Vollreparatur immer wieder wünschenswert. So, jetzt einfach die Flotte weiter aufgerüstet. Währenddessen kommt noch die offizielle Prüfung für die Chinesen für mehr Steuergold. Währenddessen sagt aber Vortex, es wird Zeit nach vorne zu gehen. Ich habe ein Bogenschiff mehr. Das sind gerade 3 gegen 4 in dieser Schlacht. Das vierte hinten mit hinten dran. Das ist halt immer noch angekratzt. Da kommen jetzt die Bogenschiffe auch mit dazu. Und der Fokus. Man versucht ein gegnerisches Schiff runter zu fokussen im besten Fall. Dass es dann möglichst schnell verschwindet. Da kommt jetzt auch das Sprengschiff in Geld mit dazu. Das wird gejagt. Das dodgt gerade die Pfeile. Frisst ein paar Großpfeile. Fischerboote. Oh, die Fischerboote kommen dran gefahren. Die Fischerboote fahren aber ein bisschen in die falsche Richtung, muss man da sagen. Weil die kriegen jetzt hier sehr viel Feuer ab. Sowohl von den Bogenschiffen als auch von den roten Schiffen. Das war nicht der Move für Wham. Wollte die, glaube ich, eher für eine Reparatur mit rein. So, das ist gerade leer geworden. Das ist gerade leer geworden. Die sind unglücklich nach vorne gefahren, weil die Fische leer. Wir haben sich die nächstbeste Tiefseefischquelle gesucht. Oh, wie bitter das für Wham ist. Es kostet ihnen einiges an Economy und parallel den Armeefight verliert ich ja auch. Da kommt da ein Sprengstoffschiff von der Seite. Aber da sind noch Galeeren dagegen da, die das in Schach halten können. Das eine ist noch da. Und wie man sieht, feuerpowertechnisch ist da Wham schon ziemlich unterlegen. Er versucht das noch in den Griff zu kriegen mit mehr Explosionen. Da macht er mal ein bisschen Flächenschaden. Aber das ist nicht genug. Es ist trotzdem ein rotes Schiff gegen sehr, sehr viele. Und da kommt dann auch direkt das GG. Ein unglücklicher Moment und dann eben auch eine etwas unglückliche Schlacht, die hier für Wham das Game ruinieren. Ein sehr kurzes Game, mit dem Vortex dann den Ausgleich hier tatsächlich fabriziert. Hat nicht lange gedauert, die ganze Sache. Tatsächlich nicht mal 10 Minuten. Und ja, die Tiefseefisch. Quelle war leer und die Fischerboote sagten, na gut, dann fahren wir weiter und das hat direkt einiges an Economy gekostet und dann im Militär lief es nicht viel besser und so schnell kann das Ding dann zu Ende gehen. Wasserkarten können sehr, sehr explosiv werden bei sowas und wir machen einfach weiter mit der dritten. Kawasan ist unsere nächste Karte. Wir haben jetzt die Japaner für Wham und die Abbasiden-Dynastie für Vortex und da geht es ja schon los mit dem ersten Hafen, der gebaut wird. Auf der anderen Seite. Das war auch der Plan für Wham. Er sagt, nee, dann gehe ich an den anderen See, ist mir egal. Also er versucht da die direkte Konfrontation erstmal zu vermeiden. Will da aktuell noch keinen Stress, sondern will einfach in Ruhe seine eigenen Fischerboote haben. Das kostet natürlich ein bisschen Zeit. Und somit die beiden da wieder mit einem etwas entspannteren Start im Vergleich zur vorigen Karte. Karte 2 da verhältnismäßig aggressiv, wenn man aber auch auf einer Archipel-Karte. Man kann da halt den Gegner auch nicht in Ruhe lassen. Man muss ein bisschen was tun. Sonst wird man nämlich angegriffen. Also einer der beiden greift auf jeden Fall an. Archipel ist da einfach so. So, und wir kriegen den Flügel. Militärflügel für die ersten Infanterieeinheiten. Das hilft, um den Hafen schon mal anzugreifen. Koka-Gemeinde auf der anderen Seite ist auch nicht überraschend, dass es die Shinobis hier gibt. Da spawnt dann der erste nach seiner Bauzeit. Wenn es ein Dorf spawnt, kriegt ein bisschen Ärger. Aber da wird eben dann auch Wham etwas Ärger bekommen. Denn Vortex versucht hier bereits den ersten Konterhafen zu setzen. Nutzt die Dorfbrunner dafür. Der Speer und der Dorfbrunner können das nicht wirklich stoppen. Es sind zwei Dorfbrunner des Gegners hier. Also ne, das wird nicht klappen. Und jetzt kommen dann gleich die Einheiten angelaufen. Also was macht Wham dagegen? Man könnte jetzt seine Vorteile sogar einen Ticken schneller ab. Er baut noch kein Schiff. Hat jetzt einen Hafen gegen sich und gleich zwei Häfen gegen sich. Das ist sehr viel Investment von Vortex, da zwei Häfen reinzubauen. Seine Einheiten kommen angelaufen. Und jetzt eben dieser Hafen liegt gefährlich. Es ist ein Rotenschiff unterwegs und auch halb fertig. 14 Sekunden noch. Dorfbrunner. Oh, das Aggro. Wildschwein, der Zeit der Späher hat das Wildschwein geackert und prompt gerennt es ran, nimmt das die nächstbeste Einheit sich vor und zerlegt damit den Dorfbewohner. Schön gemanagt tatsächlich von Vortex, auf eine Kleinigkeit geachtet. So, und da haben wir jetzt eine Bagala, das heißt dieser Hafen sieht nicht gut aus, da wird uns einfach die Sachen versenkt und dann schwierig die Position zu halten. Parallel aber Shinobi wandert ran, um den Hafen hier zu stoppen. Hier gibt es einen Konterhafen, also der versucht quasi auf die andere Seite zu wechseln. Der Hafen wird in Brand gesteckt, der Dorfbewohner kriegt sehr, sehr viel Schaden ab und wird das auch nicht überleben. Drittes Angriff und Dorfbewohner down. Und die Bogenschützen wandern jetzt rüber, um den Shinobi aufzuhalten. Währenddessen kommt aber schon der nächste. Der Hafen währenddessen sieht ziemlich schlecht aus. Sprengstoffschiff auch schon mit dabei. Also es wandelt sich gerade ein wenig, ist die Frage. Was können die Shinobi noch tun? Schaffen es die Shinobi, diese Bogenschützen klein zu kriegen? Man kann draufspringen auf den Gegner und das passiert ja auch. Shinobi von beiden Seiten. Piekst noch den ersten Bogenschützen nieder. Der zweite ist jetzt alleine, aber schafft es zumindest den Konterkill zu machen. Somit nur noch ein Shinobi. Dann ein zweiter wird gebaut. Inzwischen aber haben wir hier das Schiff da. Und im zweiten Hafen auch unterwegs für Wham. Also es dreht sich wirklich das von Seite zu Seite. Jetzt hat Wham den See auf der linken Seite und Vortex den auf der rechten Seite. Hier kommt zwar noch ein rotes Schiff, aber das wird's. Lohnt sich das hier ein rotes Schiff abzusetzen? Kann jetzt eigentlich nicht viel erreichen. Fischerboot wird ausgesandt. Das Rottenschiff dauert noch 8 Sekunden. Der Hafen noch lebt da, um das theoretisch fertig zu bauen. Aber kommt nochmal ein Schuss. Das wird knapp tatsächlich. 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde. Der Hafen. Okay, der produziert tatsächlich noch dieses eine Rottenschiff. Das immer versucht, das Bogenschiff zu erreichen. Das war für Wham doch eigentlich nur verschwendetes Geld. Weil das Ding wird sofort versenkt.
konnte aber zumindest aus Vortex-Sicht noch das Sprengstoffschiff sinnvoll einsetzen. Parallel aber, erst in Eigenhafen wird hier abgewürgt. Mit Sabotage wird hier auch nichts gebaut. Die Bagala steckt fest. Und dann auch gecancelt. Stattdessen Dau ist der Plan. Aber wird das Dau überhaupt gebaut? Eher unwahrscheinlich. Der versucht, einen weiteren Hafen zu setzen. Und ein Rambock kommt auch mit dazu, um die gegnerischen Häfen dann loszuwerden. Also es ist noch sehr viel Stress hier unterwegs. Der Kampf um die Hafen ist noch nicht beendet. Um die Seen hier, da kommt der Rambock, um dann eben die Häfen hier unten anzugehen. Man kann mit genügend Feuerpower auch mit den Schiffen den Rambock loskriegen. Das ist möglich, wenn das in der Speer hat sehr viel Schaden gefressen. Lebt aber noch der Hafen, wie gesagt, das wird nichts. Der wird versenkt. Und der Hafen fällt auch gleich auseinander. Die Produktion von dem Fischerboot, das wird nichts mehr. Fischerboote ploppen da dann auch raus und können dann von der Dschunke weggeschossen werden. Währenddessen, der Rambock ist jetzt fertiggestellt. Auf der Seite der Speer, checkt mal kurz noch die Lage. Da gibt es jetzt einen Schießstand für mehr Einheiten. Die Häfen können produzieren. Und hier gibt es eben jetzt Ärger mit dem Rambock. Da ist die Frage, ob das easy stoppen kann. Also müssen natürlich seine Shilobi mit einbringen. Die können gut helfen gegen den Rambock. Aber die müssen halt dann gucken, dass die Speerkämpfer weg sind oder generell Einheiten weg sind. Die Shinobi kämpfen viel lieber gegen Dinge, die sich nicht wehren können. So, der Hafen wird sogar gebaut mit zwei Dorfbohnen. Die Shinobi, wo sind sie hingewandert? Sie sind außen rumgelaufen. Versuchen jetzt eben diesen Rambock kaputt zu kriegen. Kloppen da mal drauf. Machen, wie man sieht, keinen schlechten Schaden. Und das Bogenschutzschiff könnte helfen. Es ist nur gerade hier beschäftigt, die Dorfbohnen aufzuhalten, damit sie den Hafen nicht fertig kriegen. Also verschiedene Battles, die hier gerade laufen. Und der Rambock ist einfach runtergefokust. Und der Shinobi, einer opfert sich dafür. Parallel kann man den Hafen aufhalten. Also das Projekt geht für Vortex nicht so ganz auf. Und das hat Wem schon fast die Hälfte der Ressourcen, die er braucht für eine Ritterzeit. Der Shinobi wird noch verfolgt, aber der kann gleich durch Schiffe unterstützt werden. Die Speerkämpfer sollten da... Ah, sie schaffen es, den Shinobi mitzunehmen. Ne, Shinobi überlebt das mit 3 Hitpoints. Also gerade so. Ja, dessen wandert hier noch der Bogenschütze durch die Gegend. Der Reiter kümmert sich um den Wolf und hier die Bogenschützen müssen auch ein bisschen aufpassen. Im Moment goldenes Zeitalter Stufe 1 jetzt ready für Vortex. Mehr Infrastruktur wird hier aufgebaut. Ansonsten Ressourcen warten aber mehr. Wem geht Richtung Ritterzeit und sammelt dabei noch einen oder anderen Bogenschützen teilweise mit auf. Die Dorfbewohner versuchen sie noch mal mit einem Außenposten, weil auch Vortex ist ressourcentechnisch recht nah dran an der Ritterzeit. Kann die Fischerboote helfen, was die Nahrung betrifft. Man braucht dann noch das Gold mit dazu. Aber Wem kann in 150 Nahrung starten, theoretisch. Vortex braucht so einen Ticken länger. Noch die Bogenschützen auch draußen. Die finden vielleicht den oder anderen Killer, aber sobald sie auf Reiter treffen, sind sie natürlich schnell Geschichte. Die Reiter sind da viel, viel gefährlicher. Treibendes Tor ist unterwegs. Und die Bogenschützen, die wandern gerade noch. Währenddessen hier halten die Schiffe natürlich die Stellung. Also der See ist jeweils von einer Seite fest eingenommen. Kulturflügel ist auch unterwegs. Beide gehen wieder in die Ritterzeit. Wirtschaftlich 47, 45. Die Bogenschützen kommen jetzt, wie gesagt, nochmal an. Können versuchen, Schaden zu machen. Dorfbewohner läuft da schon mal weg, kassiert einiges an Damage. Parallel die Reiter haben sich auch ein bisschen reingezwängt. Das Dorfzentrum hilft außen der Verteidigung, bremst ein bisschen die Economy. Auch hier wird dann die Economy ein bisschen ausgebremst. Denn das ist ein Außenposten für die Goldader treiben. Das Tor ist fast fertig und die Reiter versuchen es nochmal. Palisade wird nicht fertig. Der Reiter kann aber eigentlich gleich weggeschossen werden. Was ist denn Reichweite? Momentan nicht, 11 Hitpoints, aber nicht viel. So ein bisschen was an Damage würde reichen. Parallel die Bogenschützen sind noch immer unterwegs. Jetzt kommt da ein Reiter mit ran. Der kann sich um die beiden Kollegen kümmern. Da hat er gar keine Schwierigkeiten mit. Ritterzeit ist erreicht. Und Map-Control-technisch ist Wem gerade besser aufgestellt als der Gegner. Kulturflügel braucht er noch 30 Sekunden. Und da geht es jetzt schon los in die berittenen Samurai. Es wird das Dorfzentrum upgraded auf die nächste Stufe. Auf das Daimyo-Anwesen. Also Stufe 1. Ist die Frage, ob man da versucht, eventuell dem Gegner die Häfen abzuziehen. Das würde dem natürlich in Sachen Nahrungsversorgung ziemlich kritischen Schaden zufügen. Und Vortex hat gleich nochmal die Ressourcen für sein Wahrzeichen, für seinen nächsten Flügel. Also für den Ritterzeitflügel, 1200, 600. Aber das Geld wird dann sofort investiert, nämlich wie man sieht, in Lanzenreiter. Das war angespart. Danach gibt es Bewahrung des Wissens als wertvolles Upgrade. Wenn das denn hier gibt es einen Außenposten, wirklich in die Mitte der Karte, ist sehr zentral. Daneben noch ein Bauernhaus. Dann kann man hier die ganzen Bärensträucher wegsammeln, denn aktuell steht Wem viel, viel weiter vorne. Und dann treffen schwer gepanzerte Kavallerieeinheiten aufeinander. Die Samurais versus die Lanzenreiter ist das Matchup, das wir hier kriegen, bis einer davon einmal wegwandert. Bewahrung des Wissens ist abgeschlossen. Textilien kommt noch für Vortex. Die ablenkende Rüstung. Ja, gerade wenn der Sturmangriff in die ablenkende Rüstung geht, ist natürlich sehr luxuriös für Wem, dass er den Schaden quasi damit blockt. Aber bisher der Fokus von Vortex ist gut, geht auf den Ritter, auf den Samurai, der die gerade nicht hat. Dass man eben doch mehr Schaden macht an den feindlichen Einheiten. Wenn das lässt sich der Speer hier ein bisschen anlocken. Und der kriegt prompt etwas Ärger. Dann aber zurückgescheucht ans Dorfzentrum. Hier gibt es eine Palisade, um den Gegner auszuspannen.
Hier gab es ein random Haus, um ein bisschen Vision zu haben. Und hier gibt es den Besuch der Samurai. Haben auch einen Dorfbund mitgenommen. 6 zu 5 Kills in die Economy. 60 zu 54 gesamt. Und wie man sieht, es ist eine richtig bunte Mischung an Einheiten. Das sind nämlich Shinto-Priester, die Reliquien drin haben. Normale Shinto-Priester, Bannerträger, ein Bogenschützschiff, ein Shinobi ist noch da. Also wirklich wilde Kombo. Samurais waren aber mehr. Wir retten die Samurais. Der Lanzenreiter versucht auch einen kleinen Counterattack. Hier ist jetzt ein Kamelreiter am Start und der zerlegt nach und nach die Reiter, die dann nicht mehr so viel zu melden haben. Aber dafür die Lanzenreiter, bis er die berittenen Samurai. Die sind aber noch unterwegs und versuchen mehr Schaden zu machen. Dorfbunde ziehen sich zurück. Auch da, das Kamel hat da Wirkung drauf. Auch dieser Samurai wird weniger Schaden dadurch haben. Will sich trotzdem mit den Kamelreitern prügeln. Das ist mutig. Kamelreiter sind das sehr mächtige Einheiten. Sie machen wirklich doppelten Schaden gegen Kavallerie. Damit treiben sie die berittenen Samurai erstmal zurück. Wenn das jeder eine Lanzenreiter wird verfolgt, hat schon sehr viel Schaden abbekommen. Leichter Wechsel von Wem in Richtung Speerkämpfer. Das sind hier und da und überall sind Einheiten. Da prügeln sich, wie man sieht, die Lanzenreiter mit den berittenen Samurais, aber Mehrzahl in Gelb, das heißt, Vortex kann sie da durchsetzen. In der reinen Anzahl hat Vem zwar mehr, aber hat Speerkämpfer gegen relativ teure Kavallerieeinheiten. Da Vem seine ganze eigene Kavallerie auch hier zu ordentlichen Teilen verliert. Aber er will trotzdem nicht nachlassen, wie man sieht. Pusht auch hier wieder raus, treibt die Kamele erstmal nochmal zurück. Die drei Kamelreiter, die da sind. Wenn das sind, wirtschaftlich wuselt es deutlich mehr. Wem ist bei 65, Vortex bei 57, man sieht ja, wie viele Fischerboote im Einsatz sind. 20 Stück, also ein Drittel der Economy von Wem ist einfach Fischerboote, mit der Nahrung gesammelt wird. So, hier die Samurai jetzt gegen die Lanzenreiter eine weitere Runde. Das ist jetzt ein 2 gegen 2, aber die Samurai sind mehr angeschlagen. Also werden sie diesen Kampf da auch nicht gewinnen, langfristig. Es wird knapp, aber man verliert das nach und nach. Die Samurai sind dafür nicht stark genug. Währenddessen hier wird aber einer der Imame gerade gejagt, dass er nicht in die Reliquien rankommt. Zwei Reliquien hat Vem schon in seinem Besitz. Da liegt noch eine, an die er leicht rankommt. Die könnte man theoretisch noch versuchen. Also vier Reliquien wären potenziell drin für Vem. Der jetzt auch gleich 100 Bevölkerung erreicht. Für Vortex ist da noch ein bisschen Schritt zu machen. Er holt sich frische Lebensmittel, er holt sich Upgrades für die Bogenschützen. Währenddessen wird man weiterhin aber belagern. Jetzt die Speerkämpfer mit vorne. Dagegen haben jetzt auch die Lanzenreiter Schwierigkeiten. Auch die Kamele müssen aufpassen. Dafür hat man aber Bogenschützen mit dabei, um die Einheiten dann wiederum zurückzutreiben. Aber es ist die Dynamik immer noch dieselbe. Vem pusht hier nach vorne und Vortex ist jetzt selber in der Defensive. Also es ist ein bisschen die umgekehrte Version von Map Nummer 1. Da war Vem die ganze Zeit in der Defensive und Vortex hat angegriffen. Jetzt ist Vortex, der die ganze Zeit am Verteidigen muss, gucken, dass er nicht wirklich verliert an dem ganzen Kram. Immerhin kann hier mal eine Reliquie retten, bis die Einheiten ankommen. Die kommen zu spät in dem Fall und kann Reinforcements ebenfalls angehen. Nimmt da ein paar Speerkämpfer auseinander. Oben gibt es einen Außenposten, der wird auch noch verstärkt. Der hat eine Rotenstellung drin. Das heißt, die Einheiten werden den jetzt gerade ein bisschen zu spüren bekommen. Ein paar Reinforcements warten hätte auch. Währenddessen wartet aber auch die Kavallerie auf ihren Einsatz. Da kommen wieder mal die berittenen Samurais mit Bannerträger. Also die sind gefährlich. Die machen sehr, sehr viel Damage, wenn sie irgendwo reinkommen. Da wird schon mal ein Wululu gezündet, vorsorglich, dass der Gegner da nicht reinläuft. Die Goldart ist gerade leer geworden. Die Dorfbunde wandern hier. Ein Lanzenreiter stellt sich dem allem in den Weg, wird aber relativ schnell niedergeknüppelt. Die Dorfbunde immer noch auf der Flucht. Der Außenposten hat die Stellung in der Mitte erstmal gehalten. Die Samurais laufen hier einfach durch, checken die Lage. Es wird jetzt wieder ein Rambock gebaut für Vortex. Das ist hier, um diesen Außenposten zu knacken. Und da gibt es hinten einen Backup-Außenposten. Das sind eben auch Einheiten da. Parallel wurde auch der Hafen hier ein bisschen angegriffen. Hält aber dank der Schiffe. Und jetzt ist die Frage, ob man sich jetzt hier dem entgegenstemmt, diesem Rambock der ganzen anderen Einheiten. Da ist einiges da, was Vem dem entgegenschicken könnte, wenn er will. Außenposten auch für Vortex geplant. Der will ebenfalls an die Bärensteuer ran. Aber da kommt der Charge, da kommen die Samurais und dieser Rambock wird schon mal sehr, sehr viel. Er fliegt die Hälfte des Hitpoints schon mal direkt, bevor er auch nur einen zweiten Angriff gemacht hat. Also dem geht es nicht mehr gut. Das ist die Frage, wann sagt Vem, okay, ich versuche meinen Außenposten zu halten. Wobei es ist tatsächlich Vortex, der gerade ein bisschen näher reinläuft. Er sollte es dann aber schaffen, diesen Außenposten zu zerstören. Problem ist, drin sind noch die berittenen Samurais, die an seine Economy ran wollen. Reliquien Vanish ist es eben jetzt ein 3 zu 1. Außenposten 1 wird geknackt. Das Bonus kann man ebenfalls knacken. Es gibt noch ein paar verloren Endet natürlich durch die roten Stellungen. Ich habe insgesamt ein bisschen Befreiungsschlag hier für Vortex. Das Nein hatten hier und da leiden. Auch hier könnten die Dorfbrunnen auch leiden. Da ist die Goldader, die zweite. Die Dorfbrunnen laufen auch erstmal weg. Das heißt, gerade kein weiteres Gold für den Spieler in Gelb. 73, 64 in der Economy. Klar, sobald man dann auch mit Benagusaffen einen roten hat, kann man diesen ganzen See abräumen. Gott, das wuselt so viel mit den Fischerbooten hier. Diese 20 sind abartig auf der Gegenseite. Das sind halt nicht ganz so viele. Da sind auch einige unterwegs, aber das sind jetzt halt 8. Ne, das sind nochmal die 2. Die 3 können auch mal das Sortieren, was so der alle Fischerboote ziehen. Dann sind es 11, aber es sind trotzdem einiges weniger als die von Vem, der währenddessen das Haus hier draußen findet und jetzt in der Mitte doch mal versucht zu fighten. Der Außenposten ist noch nicht verstärkt oder irgendwas mit irgendwas besetzt. Da war eben die Bärenscheu gesammelt, goldenes Zettel der Stufe 2 ist aktiv. Da wandert noch ein Samurai durch die Gegend. Da waren ein paar Speerkämpfer durch die Gegend.
Und jetzt wurde er aber umgeswitcht, wie man sieht. Einheiten der Nischen nämlich auf Samurais, die laufen, die nicht reiten. Und damit drängt man sich jetzt nach vorne. Die Bogenschützen haben es dagegen schwer. Und die Kamele haben dagegen nicht wirklich so viel Wirkung. Also die Aura ist dann weg. Und man sieht aber gerade eine ganze Kamelrunde jagt hier die berittenen Samurais. Also die werden zurückgescheucht. Problem ist, wenn das Ninfrantrieb von Vortex wird zurückgescheucht. Er verliert die Position an diesen Bärensträuchern. Und da ist jetzt ein Handgemenge. Da kommt auch die Jagd auf die Dorfbrunnen. 7 zu 6 Kills bis in der Economy. Da kommt jetzt das, ja, einfach das Durcheinander der Einheiten. Die prügeln einfach wie wild aufeinander. Bogenschützen, Speerkämpfer, Samurais, berittene Samurais, die Kamelreiter, die Lanzenreiter. Es ist alles miteinander vermischt. Wer kommt am Ende da besser durch? Momentan hält sich da beim deutlich stabiler, treibt auch hier nochmal die Dorfrunde zurück, die das Gold sammelt. Das heißt, Vortex hat nicht wirklich Gold, um nachzubauen. Das fehlt ihnen bei den Reinforcements. Nahrungsversorgung ist es auch nicht so üppig. Also da geht Swam finanziell einfach wahnsinnig besser, auch wenn er die Schlacht hier vorne am Ende verliert. Wie man sieht, Vortex kommt jetzt mit dem Dorfbrunnen schon wieder nach vorne, einfach weil er unbedingt die Nahrung hier braucht. Er braucht weitere Ressourcen, das ist ein Problem für ihn. Hat wahrscheinlich noch ein paar Verluste gehabt. Das Schiff soll auch noch ein bisschen mit reinschießen. Militärisch ging es auf beiden Seiten abwärts, aber Swam kann das etwas leichter ersetzen aktuell mit seiner stärkeren Eco. Und auch immer noch diesen einen berittenen Samurai, der hier die Dorfbrunnen von der Golda da weghält. Da wurde jetzt nochmal, ja, rangeschickt und natürlich der Samurai muss entfernt werden. Parallel geweihte Städte 1 ist eingenommen. Und der versucht dann da oben, wie es aussieht, ne, doch, der will hier die Reliquis wegklauen. Das wäre der Plan. Momentan sollte das auch schaffen, denn hier, die Schlacht läuft ein weiteres Mal. Da ist noch kein Imam unterwegs, der läuft gerade tatsächlich, der Imam. Also er ist auch unterwegs. Hier, die Schlacht läuft am Außenposten, jetzt aber eine Mangelmedaille. Das heißt, die Bogenschützen müssen aufpassen. Bogenschützen kassieren auch eine Runde Damage, bis es jetzt Armbrustschützen, um was gegen die schwer gepanzerten Einheiten zu haben. Aber die Armee von Vortex hat Schwierigkeiten, sich jetzt hier zu halten in der zweiten Runde. Deutlich weiter draußen vom eigenen Gebiet. Ja, die Dorfbrunnen laufen nochmal ran, aber die Dorfbrunnen leben hier mega gefährlich. Die fressen den Angriff der Mangel. Und nochmal ein paar gehen down. Textilien sind zwar drauf, aber trotzdem, es tut weh. Es kostet mehr Economy. Es kommt nicht wirklich viel Nahrung rein. Und die Einheiten rennen zwar ran auf die Belagerungswaffe, aber da sagt sich Vortex schon, das wird so nix. Das funktioniert nicht genug. Hat quasi nicht genügend Freiheiten, wird die ganze Zeit bedrängt, wird dann klein gehalten. Und somit geht die Führung dann wieder an Swam mit dem 2 zu 1, das er hier macht. Kawasan ging beiden wieder recht entspannt in die Ritterzeit. Nicht ganz so entspannt wie in der ersten Karte, aber trotzdem, man kam recht gut darin an und dann wurde er hochgepusht. Und eben wer mit der stärkeren Economy, mit der größeren Masse ist sein Gegner bedrängt, nicht wirklich rausgelassen. Dann Ressourcenprobleme für Vortex, um Reinforcements zu produzieren. Gold war nicht wirklich viel da, Nahrung war nicht wirklich viel da. Und damit konnte sich Swam dann die Führung eben zurück. Er hat 4000 mehr Nahrung gesammelt, hat einiges mehr Gold gesammelt, wie man sehen kann. Also das hat funktioniert, der Spielplan ging auf. Auf dem Hügel geht's weiter. Wer wird der König davon? Kann hier Swam die Serie beenden oder kann Vortex ein weiteres Mal den Ausgleich erzwingen? Wir haben dazu das Delhi-Sultanat und die Osmanen im Einsatz. Und mit der Konstellation werden wir da auch erstmal in die Feudalzeit gehen. Schritt 1, bevor man da groß was anfängt. Osmanen haben sie im Spiel jetzt ein bisschen gewandert, gewandelt, so ist das richtige Wort dafür. Dass man eben nicht mehr so früh auf die Militärschulen geht, sondern die etwas verzögert und stattdessen lieber schneller die Ritterzeit dazu holt und eben auch das Wahrsein dazu spielt, eventuell auch eine Feudalzeit oder so mit Einheiten auftischt, die man aber selber baut. Also es ist eben ein bisschen eine andere Art von Stil, die man spielt. Bei Delhi hat sich nicht viel geändert, es bleibt eigentlich beim Alten. Man holt sich den Turm des Sieges, man holt sich einen zweiten Gelehrten, man pusht Einheiten in der Feudalzeit und versucht die Kontrolle über die Karte zu übernehmen. Und das sieht man auch schon, Teil dieser Anpassung ist auch, dass das Wahrzeichen hier kommt, das Sultanani-Handelsnetz anstatt dem Zwillingsminarett, anstatt der Medrese. Also die beiden also schreiten in die Feudalzeit, das war zu erwarten und dann kann es mit den Einheiten losgehen. Dann werden wir wahrscheinlich einen Stall sehen für Vortex. Erstmal die Schmiede tatsächlich. Will mehr Upgrades, Schmiede-Upgrades dazu und der Speer checkt nochmal die Lage. Okay, da kommt dann doch, jetzt kommen die Militärschulen ein bisschen früher. Also Swam wartet noch auf die Feudalzeit, dann geht's los, dann doch mit der Militärschule. Produziert dann doch, der Netten macht nicht den Move, dass er das manuell baut. Also er will kostenlose Sipai, dauert natürlich am Anfang, gerade wenn noch keine Schmiede mit dabei ist, dauert das ziemlich ewig. Jetzt wird die Sache etwas schneller. Und auf der anderen Seite, ja wie erwartet, da kommt ein Stall, da kommt ein Schießstand, da kommt die Militärpräsenz des Delhi-Sultanats. Was halt hier hat, es gibt nicht so viel Gold, das man rausholen kann aus den geweihten Städten. Da ist einfach nicht so viel drin. Dafür aber, wenn man das Ding hat, könnte man theoretisch die Map abregeln und versuchen, darüber einen Sieg zu holen. Das wäre eine Option. 10 Minuten dann den Timer laufen lassen. Geweihten Sieg. Da sind wir die Ghazi-Plünderer in Bewegung. Das, was Swam unter Druck setzen könnte. Der selber wartet eben sehr, sehr lange auf seine Sipais. Er geht ebenfalls auf Reitereinheiten.
Ich meine, er hat die Fähigkeit mit dazu. Die Tapferkeit der Sipai kann sehr gefährlich werden. Und natürlich, wer muss dafür keine Ressourcen bezahlen, was kein netter Bonus ist. Trotzdem, ein Sipai gegen mehrere Gazi-Plünderer wird dann nicht funktionieren. Auch in den Werten sind sie ein bisschen anders, die Einheiten sind ein bisschen anders aufgestellt. Die Gazi-Plünderer treffen auf ein paar Units, treiben ein paar Dorfbewohner zurück. Bremsen damit das Gold zusammen aus. Und Vam, er hat die Hälfte für die Ritterzeit. Und das sind tatsächlich noch keine Bewegung, doch da kommt die Bewegung zur geweihten Stätte. Was wäre dann, wenn das eine Punkt der 18 theoretisch? Dann ist er natürlich erstmal die ganze Situation noch etwas ausgebaut werden. Militärisch kann Vam noch nicht so großartig gegenhalten. Er hat 5 Sipai, er trifft auf 7 Gazi-Plünderer, Bogenschützen. Also viel zu viel. Man sieht auch, die Heilung wird mitverwendet. Den Gazi-Plünderer wieder in Stand setzen. Die Sipai werden verfolgt. Der Speer fällt, das heißt die Vision eingeschränkt von Vam. Und der geweihte Stätte wird nochmal kurz umkämpft. Tatsächlich die beiden Sipai gehen da rein. Also sie halten den Timer da nochmal ein bisschen an. Und somit, ja, Minute 18 und ein paar Sekunden. Wäre der geweihte Sieg, wäre eben der wichtige Faktor für Vam. Er wird aber erstmal noch auf sein Wahrzeichen gehen. In die Ritterzeit. Das Ding für die Belagerungswaffen. Die imperiale Rüstkammer. So, die Sipai aber haben schon ein bisschen gelitten in der Zwischenzeit. Werden auch immer noch verfolgt, wie man sieht. Die Gazi-Plünderer kleben da dran. Versuchen sich da um alles zu kümmern. Ja, ab geht's laufen. Und hier die Einheiten pushen sogar noch ein bisschen weiter nach vorne. Bremsen in der Gold. Tatsächlich bremsen zu einem genau richtigen Zeitpunkt. Weil Vam fehlen noch 30 Gold. Die Nahrung hat er gleich, das Gold aber auch gleich. Trotzdem vielleicht einen kurzen Augenblick nochmal verloren. Jetzt kann er sich das Wahrzeichen leisten. Imperiale Rüstkammer wird gebaut an der Schmiede. Dauert natürlich noch, bis das dann alles voll zum Einsatz kommt. Es gibt hier keine Palisade drumherum. Vortex einfach mit mehr und mehr Masse, 25 zu 5 im Militär. Das dauert halt schon auch so seine Zeit, bis Vam dann tatsächlich Armee generiert. Die Militärschulen werden zwar schneller durch die Ritterzeit, aber jetzt auch nicht megamäßig. Und man sieht trotzdem, der Pressure kommt nach vorne. Vortex verteidigt das quasi über Offensive. Angriff ist die beste Verteidigung. Geweihte Stätte kann am besten halten, indem man seinen Gegner einfach massiv bedrängt. Aber das gibt Möglichkeiten für den Sipai Run bei die geweihte Stätte dann rauszunehmen. Oder zumindest weiter anzuhalten. Hier geht es trotzdem weiter nochmal gegen das Bergarbeiterlager. Außenposten ist down. Und hier sieht man gleich die Sipai anrücken. Wobei die Armee ist nicht so weit weg. Ist halt auch so ein großer Trupp hier. 29 zu 7 im Militär. Die Rüstkammer ist noch nicht mal ganz fertig. Wird auch nicht von so vielen Dorfbauern gebaut. Und ja, da geht es an die Neutralisierung. Lassen nur eine einzige Einheit hier zurück. Währenddessen kommen hier die Reinforcements von Vortex den Berg hoch. Und das sind jetzt auch Speerkämpfer mit dabei. Also die Sipai müssen da ein bisschen aufpassen. Und da wird tatsächlich das Ding gehalten erstmal. Also das wird nicht weiter neutralisiert. Und hier geht's an die Dorfbund. Die Rüstkammer ist nicht ganz fertig. Das ist sehr, sehr kritisch jetzt für Vam. Sein Wahrzeichen wird nicht verdeckt und seine Strategie baut eigentlich schon darauf, dass er das Ding jetzt hat. Aber das kriegt er erstmal nicht. Und die Dorfbewohner werden gejagt. 4 Kills gab es bisher. Weil die Sipai nicht zu Hause sind, fehlen sie halt in der Verteidigung. Also das hat seine Schwierigkeiten. Wie man sieht, Sipai Reinforcements versuchen ihr Bestes. Dorfbewohner sind am Laufen. Dorfbewohner sind einquartiert. Die halbe Economy ist offline von Vam. Sogar mehr davon. 15 einquartiert. Die anderen laufen einfach alles. Die ganze Economy ist quasi offline. Da geht gar nichts. Ja, da wird nichts gesammelt bei Vam. Im Vergleich zu Vortex, der kann zu Hause weitere Ressourcen sammeln. Der macht mächtig Druck in die Basis des Gegners. Klar, der Timer läuft währenddessen. Aber tatsächlich, er macht hier einfach so viel Schaden schon. Jetzt hat 15 Dorfbewohner schon zerlegt. Das werden aber noch mehr. Die Rüstkammer soll endlich durchgezogen werden. Wird sie auch. Aber die Verluste sind riesig dafür. Vam verliert quasi seine halbe Economy dafür. Einfach das Wahrzeichen zu bauen. Er verliert seine halbe Economy für das Stück. Gerade Dorfbewohner 20 hat das noch 20 übrig. Also, das ist eine Katastrophe für Vam. Minute 11 und wie man sieht, seine Armee ist relativ mickrig. Er baut jetzt Lanzenreiter, geht auf eine Mangel in seinem Wahrzeichen. Er kann nach und nach diese Einheit hier bezwingen, aber wirtschaftlich ist er halt so weit zurückgeschlagen. 19 Dorfbewohner, 15 davon immer noch einquartiert. Also da geht einkommenstechnisch die letzte Zeit überhaupt nichts ab. Die Lanzenreiter, ne, die Sipai kommt dann auch aus dem Militär schon, also da. Lanzenreiter werden im Stall gebaut, aber auch die, ja, sind sehr, sehr teuer für die Economy, die wir haben da gerade hat. Währenddessen hat Vortex Price die nächste Armee stehend. Also er hat vielleicht einen Haufen verloren gerade. Aber er hat das Backup. Er hat auch hier Palisaden gebaut, dass es keinen Counter-Runback gibt. Palisaden werden auch sogar noch mehr. Und schiebt einfach mehr Masse nach vorne. Und sagt, nee, ich lasse dich hier nicht irgendwie auf der Map Fuß fassen. Und zudem sind auch schon Speerkämpfer da gegen die Lanzenreiter. Sie werden nicht endlos dominant sein. Dafür sind es einfach noch zu wenige. Vam braucht jetzt eine gewisse kritische Masse, um hier durchzubrechen. Und genau das ist seine große Herausforderung. Er kann halt nicht viel Masse generieren mit so einer katastrophalen Economy. Da geht der Lanzenreiter auch schon an. Es ist sogar die Heilung der Imame mit dabei. Aber selbst dann sagt Vortex noch, da kämpfe ich mich durch. Ist kein Problem, ich fokus nochmal ein paar drauf. Und du hast ja nicht viele davon. Also Vortex hier hat die besten Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzwingen. Erst die Imame ist Downsider, wird gefokust. Die Kavallerie gibt ihr absolut Bestes, um diesen Fight irgendwie zu gewinnen. Aber wichtige Einheiten werden dabei rausgesniped. Vam verliert noch mehr Zeit, noch mehr Tempo, muss man da auch sagen. Ich meine, die Economy ist doppelt so groß, ist von Vortex gleich mit 39 zu 22 in den Dorfbrunnen.
ist da wirklich nicht viel los für die Osmanen. Ich meine, die Passivproduktion, die läuft, das ist ein Trost. Aber ist das genügend, um dieses Spiel zu retten für Vam? Man hat jetzt mal kurz die Geweihterstelle blockiert, aber wie man sieht, mit dem Speerkämpfer drin, mit den anderen Einheiten, die Kavallerie will hier nicht mehr unbedingt fighten. Der Lanzenreiter ist fast down, neuer Lanzenreiter kommt dazu, da geht der Speerkämpfer weit nach vorne. Der wollte sich den Kill holen, hat nicht ganz gereicht. Reinforcements wandern hin und her. Man sieht jetzt, dass Vortex dann doch so langsam Schwierigkeiten bekommt, durch die schwergepanzten Einheiten noch zu kommen. Er muss wirklich hart fokussen, um die seiner kaputt zu kriegen. Mit dem Speerkämpfer wird es dann wieder etwas leichter. Aber er kann den Wanzen weiter trotzdem zu Fall bringen. Jetzt kommt der erste Waffenknecht damit rein. Mischt damit. Ja, hier eben Palisaden. Das heißt, Runby ist nicht wirklich drin. Überall ist die Basis zugewollt. Da kommt man nicht rein. Und Vam kommt ja mit diesem Bug nicht wesentlich weiter. 23 zu 7 im Militär, 24 zu 42 in den Dorfbrunnen. Geweihte Sieg sind trotzdem noch 5 Minuten. Also theoretisch hat Vam noch etwas Zeit. Das Problem ist halt, die Zeit spielt hier gerade nicht wirklich für ihn, weil er hat halt einfach keine gute Economy. Das heißt, je länger er wartet, umso mehr Masse kann halt auch Vortex bauen. Das sieht man ja halt auch, wie viele Einheiten hier schon wieder hochgerannt kommen. Wie viel weniger die Einheiten von Vam werden. Und das sehe ich fast schon als nicht mehr rettbar, dieses Game. Da fällt der Sipai, da sind zwei Waffenknete komplett surrounded. Und da ist jetzt eine Mange da. Die Mange hat so viel Arbeit vor sich. Gut, ein Lanzenreiter nochmal mit drin, aber da sind noch Speerkämpfer da. Das heißt, dieser Lanzenreiter, wie gesagt, er wird nicht die dominante Einheit auf dem Platz sein, sondern bekommt da selber sehr viele Schwierigkeiten. Und da haben wir die letzte Einheit hier oben. Wie lange will sich Vam das noch anschauen, weil es fühlt sich absolut nicht so, als ob er hier irgendwas bewegen kann. Hat zwar eine Mangel, aber er hat drei Militär mit drei Belagerungswaffen gegen einen Gegner, der jetzt ebenfalls die Ritterzeit dazu holt, so viel mehr Masse hat. Und immer noch eine viel, viel starke Economy hier. Die Mangel jetzt ist am Fighten, gibt ihr bestes Dorf von der kommt bereits mit dazu für die Reparatur, aber die werden wiederum weggesniped. Und Vam verliert damit noch mehr Economy. Er hat 24 Dorfbrunnen auf dem Feld, er hat 26, er hat mehr Dorfbrunnen verloren, als er auf dem Feld hat. Das ist nie ein gutes Zeichen. Die Mangel fällt und da gibt es wirklich nichts mehr, was Vam retten kann an diesem Game. Also selbst wenn es nochmal irgendwie auf magische Weise schaffen würde, den Timer außer Gefecht zu setzen, er ist einfach economy-technisch so weit hinten, dass das Game trotzdem nicht zu retten wäre. Weil der Retterzeitausgleich kommt und ab da kann Vortex mit denselben Lanzenretter um die Ecke kommen, mit denselben Waffenknechten um die Ecke kommen. Und dann hat sich das Ding wirklich komplett erledigt. Also Vam kämpft nochmal um die letzten paar Zentimeter. Aber er wird sie wirklich nicht gewinnen. Was will er da noch groß erreichen? Die Ritterzeit ist da für Vortex. Und da ist dann auch das GG von Vam. Wie gesagt, dass nach diesen riesigen Economy-Verlusten gab es da einfach nicht mehr viel zu holen. Und somit ist es nochmal der Ausgleich und die Deciders-Map zwischen den beiden. Ja, der Plan von Vam war nicht verkehrt. Aber eben die katastrophalen Verluste, bevor er die Ritterzeit durchbekommen hat. Einfach die Hälfte der Economy zusammengeklappt und mit der halben Economy gegen den Gegner zu gewinnen, es ist, wie gesagt, da kann man schon viele andere Vorteile, muss man eigentlich haben, dass man da irgendwie einen Fight draus machen kann. Das war dann einfach nur noch ein Leiden für Vam die letzten paar Minuten. Aber somit, einmal normales auf Null gesetzt, eine letzte Karte, die gilt es jetzt zu gewinnen. Und diese letzte ist Sokotra, das heißt, der Platz ist ein wenig begrenzt und es gibt auch schon die Wanderschaft direkt raus zum Wildschwein. Johanna tankt da ein bisschen den Schaden weg und hilft mit aus im Schaden machen gegen das Wildschwein und damit hat man die Nahrungsversorgung da früh nach vorne gestellt. Das ist ein mutiger Move, wenn das ein Vortex macht, auch eigene Moves, nämlich mit dem Speer unterwegs versucht er da Rehe zu erlegen, dass er da an Gold kommt. So, da wird auch einiges gejagt. Zweiter Speer wurde auch gebaut. Also man sammelt hier gerade das Gold zusammen. Schubkarre ist unterwegs, 70 Gold mit dazu. 80 Gold mit dazu. Was kann er da noch so finden? Ich meine, das Wildschwein wird er nicht mehr bekommen, das hat sich der Gegner schon geschnappt und es gibt auf der Karte auch nur das eine. Ja, das sind aber einige Wölfe, die man da mitnehmen kann. Drei Wölfe, das sind nochmal 75 Gold oben drauf. Und der Schubkarre wurde aber gecancelt, weil Vortex sagt, nee, das wird nichts. Bekomme ich schnell genug das Gold zusammen, um das Wahrzeichen dann zu setzen. Ja, wer könnte noch ein paar Wölfe auf jeden Fall aufsammeln? Da geht Gold in der Stand schon ein bisschen mehr. Ja, währenddessen wird das Ding jetzt hier natürlich runtergesammelt. Sehr effiziente Nahrungsversorgung. Kreml ist unterwegs. Und da geht es dann los mit der Kavallerieschule. Ja, die ist ja auch Pseudo-Hybrid-Karte. Es gibt sehr viel Wasser, aber Wasser, das nur wirklich militärisch nutzbar ist. Nicht mal eine Handelsroute kann ich setzen. Wäre lustig, wenn es hier irgendwie einen Handelsposten geben würde. Aber das würde die Map natürlich grundlegend verändern. So, Kreml unterwegs, fast fertig. Kavallerieschule braucht noch ein bisschen. Und da sieht man natürlich, was der Gegner hier treibt. Mit dem Wildschwein, das gesammelt wird. Wo auch schon die Hälfte der Nahrung runter ist davon. 1000 Nahrung liegen hier noch. Von den 2000 diesmal waren, die Speer kloppen auf den Dorfbewohner ein. Sonst hat Vortex noch keine Militärpräsenz, um da groß Druck zu machen. Und ja, es ist eben eine sehr kompakte Karte. Man ist sehr, sehr schnell beim Gegner und kann da entsprechend für Probleme sorgen. Der Speer kriegt nochmal Arg im 2 gegen 1. Und da kloppt man einfach fleißig weiter drauf. Bis es dann hier in einen
königlichen Ritter geht. Da waren auch Steine gesammelt. Sogar Wem hat hier ein zweites Dorf zum Erfolg, genauso wie Vortex. Also die werden diese Map ziemlich zukleistern dann. Wenn die Economy schneller wächst. Die Späher mühen sich, um noch hier einen Kill zu holen. Sollte im Normalfall nicht passieren. Dann rennt man weg von dem königlichen Ritter. Man hier defensiv dann wiederum den Kreml. Und ja, Dorfzentrum Nummer 2 erstmal. Das ist die Map, die kleinste Map. Das ist diejenige, wo beide sagen, ja, zweites Dorfzentrum ist gut. Also, sehr interessante Begebenheiten. Johanna jetzt im Kampfeinsatz als Fernkampfeinheit. Und hier ein bisschen Ärger mit den Milizen. Die tun etwas mehr weh als ein Speer. Aber trotzdem kann man sich mit denen anlegen, kann man sich dagegen verteidigen. Wildschwein hat noch 700 Nahrung. Ein Dorfbewohner fällt tatsächlich. Wie sieht es unten aus? Vam mit Johanna und dem Ritter unterwegs. Aber Dorfzentrum schießt ein bisschen dagegen. Zweites Dorfzentrum wird trotzdem gebaut. Vielleicht kann man mit einem heiligen Pfeil noch einen Kill holen. Zwei Pfeile unten die Fähigkeit. Das reicht für einen Kill. Genau die Combo. Plus 5, ein Dorfbewohner weniger. Und auf der anderen Seite aber auch nochmal einer gefallen. Die Milizen sind noch unterwegs. Jetzt werden sie weggeschossen. Das bremst auch die Economy ein bisschen aus. Wenn die Dorfbewohner einquartiert werden, so viel Economy hat man noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Und Vam kann dann selber an Bauprojekt Dorfzentrum gehen. Hat 400 Stein, hat 600 Holz tatsächlich. Und das ist tatsächlich schon drüber, was die Ressourcen betrifft. Und das Dorfzentrum ist schon fertig. Also da verliert Vam etwas Zeit, muss man sagen. Er hat das Dorfzentrum immer noch nicht gebaut. Hat sich nach dem perfekten Spot umgeguckt. Hat den jetzt auch gefunden. Aber wie gesagt, das hat einige Sekunden gekostet. In der Zeit konnte Vortex mit Dorfbewohner bauen. Vor allem jetzt mit Doppeldorfzentrum. Das heißt aber trotzdem jetzt erstmal Economy wettrüsten. Das Wildschwein liegt noch. Die letzten 700 Nahrung. Das anzufassen, das ist auch deutlich gefährlicher geworden. Johanna in der Verteidigung und in der Offensive wertvolle Unterstützung. Und da geht es dann in einen Stall für Vortex auch mal, dass er mit ein paar Militärneiten anfängt. Wenn das in der Ritter passiert, bekommt noch ein paar Pfeile ab. Weil das Dorfzentrum hat tatsächlich die Küste mit in Reichweite. Nächste Defensivanlage mit der hölzernen Festung, dass hier die Rehen auch gesammelt werden. Und da gibt es dann schon eine Blockpalisade, um den Gegner wegzusperren. Also die Map interessiert sich sehr interessant. Und wie gesagt, das ist halt nicht viel Platz, ist das Problem hier. Mit den nächsten paar Gebäuden baut man das alles sehr, sehr schnell zu. Seht die Einheiten hier mittendrin. Da gibt es nochmal einen heiligen Pfeil. Reicht in dem Fall aber nicht für den Kill. Dann nochmal ein heiliger Pfeil. Da haben wir nochmal zwei Pfeile, müssen hinterherkommen, um den Kill zu holen. Aber man läuft außerhalb der Vision. Wenn er schafft es nicht, sich den Kill zu holen, hat ihre Fähigkeiten jetzt verballert. Und hier währenddessen, das ist nur ein Speer. Da wird das nicht Projekt Palisade nicht großartig aufhalten, außer er stellt sich wirklich rein. Das wäre effektiver, als draufzuschlagen auf der Net. Dann versucht es mit der Fackel. Okay, jetzt steht er mittendrin. Jetzt blockiert er den Bau. Und da kommt dann der Ritter. Der ist ein deutlich größeres Problem. Das hat der Dorfbewohner auch gleich zu spüren bekommen. Wird es also nicht überleben. 3 zu einem Kill in der Economy. 36 zu 31. Das ist ein ordentlicher Unterschied für so eine frühe Phase des Spiels. Ja, die Palisaden werden mehr. Wildschwein wird dann auch noch gesammelt. Also, Vam baut sich weg. Kann auch hier die Palisade theoretisch noch bis zur Küste bauen. Das ist die Frage. Kriegen wir da die Ritterzeit noch mit oben drauf? Ne, erstmal mehr Produktion. Mehr Ritter. Frühe Ritter gegen königliche Ritter. Die halten hier die Stellung, wollen nicht, dass die Palisade fertig wird. Wirtschaftlich 41 zu 36, also 6 Dorf von Unterschied. Vortex sammelt da im Normalfall ein Stück weit mehr Ressourcen. Wie man sieht, das Sammeln ist unausgeglichen. Es ist nämlich tatsächlich Vam, der sich voll auf sein Wahrzeichen jetzt konzentriert. Hat die 1200-600 und kann dann mit der Gildenhalle loslegen. Parallel bekommt aber etwas Ärger mit zwei Rittern an sein Dorfbewohnern. Die laufen durch die Palisade auf die andere Seite. Ist damit mehr im Gegnergebiet. Aber da warten die eigenen Einheiten, um zu unterstützen. Trotzdem der Kampf gegen den königlichen Ritter hier läuft. Deswegen 2 gegen 1 verliert er erstmal. Und da kann sein Kollege noch geschlagen werden. Gildenhalle wird gebaut. Wer das denn hier war, nein, er down ein bisschen gegackt. Vortex ist militärisch gerade deutlich stabiler unterwegs als sein Gegner. Die Dorfbewohner hier wandern wieder mal ein bisschen von A nach B. Kann man vielleicht mal Kill mitnehmen. Das ist der Plan zumindest. Ein Dorfbewohner fällt auch. Weitere Dorfbewohner wird gejagt. Aber nur noch ein Ritter hier am Start. Wer dessen Gildenhalle macht Fortschritte. Aber ja, Vortex, der hat auch noch einen Hafen gesetzt. Also der versucht weiterhin militärisch einfach präsent zu sein. Da ging dann auch noch der Späher verloren. Nur noch der frühe Ritter lebt hier. Wir haben 5 Kills auf die Economy gemacht. 47, 41 der Gesamtstand. 5 Ritter zu 4. Gildenhalle in Kürze mit dabei. Dorfbewohner war nur mal kurz etwas weggeschoben. Und hinten drin, da ist einmal die Galerie am Start. Und die Galerie nervt an der Goldader. Muss man das erstmal wieder in den Griff kriegen. Oder irgendwo anders hinwandern. Das ist natürlich eine andere Option. Hier konnte man die Goldader sammeln. Das ist möglich. Für Vortex, was ist sein nächster Plan? Sammelt jetzt erstmal das Holz hier weg. Und sieht eben mit jedem Gebäude.
Baut man die Fläche hier zu uns. So Fläche ist es nicht. Okay, da kommen die Felder dann auch schon für ihn. Also versucht die Nahrungsversorgung früh umzustellen. Will sich hier durch die Palisade durchfackeln. Den Fight kann man noch eingehen. Es gibt noch kein Veteranen-Upgrade für die Ritter des Gegners. Und aktuell hat Vortex die Überzahl. Vortex auch mit Milizen. Also er versucht jetzt richtig massiv Druck nach vorne zu machen. Milizen wird dazu gewählt. Und da kommt also die ganze Masse, was Vortex gerade aufbieten kann. Als gebündelter Angriff auf Wärm, der wiederum arbeitet an seinem Upgrade. 22 Sekunden, den er nicht wirklich fighten möchte. Also selbst dann ist es nicht einfach zu fighten, weil er halt deutlich weniger Einheiten hat. Milizen laufen dazu. Was kann Vortex in dieser Phase anstellen? Die Milizen natürlich haben eine recht lange Restlebenszeit, einfach weil der Weg so kurz ist. Und die Galerie kann auch noch ein bisschen mit reinballern. Und die trifft hier ziemlich gut den Dorfbewohner plus Einheiten. Der zweite Treffer nicht ganz so gut. Neuer Stall ist mit dabei. Das Upgrade ist jetzt da. Also jetzt wird die Schlacht für Wärm etwas leichter, aber es ist viel Economy, wie man sieht, gerade untätig. Die Hälfte ist in der Economy gerade untätig. Hat ein bisschen Ähnlichkeiten tatsächlich zur vorigen Karte. Die Milizen jagen aber auch nochmal rein. Und für Vortex, es wird noch dauern, bis er die Ritterzeit starten kann. Und das dauert nicht mehr mega lange. Versucht hier nochmal ein paar Dorfwunder zu finden. Das sind einfach so viele Ritter hier. Und der Sturmangriffschaden ist massiv. Somit Kill Nummer 8 gesamt gemacht auf die gegnerische Economy. Damit 10 Dorfwunder Unterschied zwischen den beiden. Die Palisade ist aufgerissen. Und hier Geweihterstätte eingenommen. Geweihterstätte wird neutralisiert. Oder auch nicht. Ist dem Ritter dann doch egal. Wird abbestellt quasi für den Kampf hier. Sperrkämpfer kommen jetzt mit dazu. Und die Galerie blockt immer noch das Bergarbeiterlager und damit die Goldader hier. Das heißt, Wärm sammelt gerade kein Gold. Erstmal die Palisade wieder schließen. Da nochmal ein Ritter, der surrounded wird. Ein 18 zu 7 im Militär. Und die Ritterzeit ist in Kürze möglich für Vortex. Oder das Wahrzeichen ist in Kürze möglich für ihn. Besser gesagt, ein bisschen Gold kann das noch passiv rein für Wärm. Dank der geweihten Städte, aber nicht mehr für lange. Hohes Handelshaus wird gesetzt. Das wird, glaube ich, eines der unspektakulärsten hohen Handelshäuser, die wir je gesehen haben. Weil so viele Bäume sind das nicht im Umkreis, oder? Wie rechnet sich das mit den kleinen? Mal sehen, was die Gesamtzahl da gibt. Für Bäume, das werden wir. Das ist halt ein kleiner Wald, den kratzt es nur am Rand. Und das ist halt ein zerstreuter Wald, der auch nicht so effektiv ist. Also so luxuriös schätze ich die Position nicht. Ja, das sind noch mehr Ärger an den Dorfbewohnern. Einen weiteren Kill gibt es nicht, aber weitere Mal Blockade der Ressourcen. Es kann nicht vernünftig Geld gesammelt werden für Wärm. Unser Gegner wird eben die Ritterzeit ausgleichen. Das heißt, diesen Vorteil verliert er dann. Dann hat er wieder mit diesem Economy-Nachteil zu kämpfen. Zumindest mal der Goldader weiter. Da geht jetzt was. Wenn das diese Galerie immer noch nervt. So, hier hält seine Festung. Kann ein bisschen mit aushelfen. Da ist das Handelshaus gleich fertig. Ja, 44 Bäume. Wie gesagt, es ist sehr unspektakulär. Die kann halt wirklich dreimal so viel haben. Aber nicht auf der Karte. Wobei das quasi mit einer der besten Spots wäre quasi hier zwischen rein gewesen. Zwischen die beiden Wälder. Aber das ist halt sehr, sehr weit vorne. Komplett in der Mitte der Karte. Position, die ich nicht unbedingt nehmen möchte. Und da kommt jetzt das Stufe 3 Upgrade, sowohl für die Sperrkämpfer als auch für die Ritter. Entsprechend geht es sofort vorwärts. Wurde gesagt, gut, ich habe immer noch mehr Militär als du und das möchte ich auch nutzen. Währenddessen Johanna ist immer noch Stufe 2, also auch die kann nicht so gut helfen, wie man es sich eigentlich wünschen würde. Die nächste Schlacht soll beginnen, die Armbrustschützen dann direkt angecharged, da kommen noch ein paar, oder da kommt zumindest der erste heilige Feld. Aber nein, wie man sieht, die Schlacht wird direkt gesucht von Vortex, sagt, ich bin hier stärker, ich habe hier mehr und ich will dich aus diesem Game haben. Also die Schlacht jetzt an der Basis von Wärm kann er sich hier halten. Der Sperrkämpfer kommt jetzt auch mit angewandert, deren Upgrade kommt in wenigen Sekunden, in 5. Er hat da auch 13 Stück davon, das sind einige, die Armbrustschützen geben sich hier größte Mühe, das irgendwie zu verteidigen. Aber es ist schwer, es ist wahnsinnig schwer für Wärm. Vor allem, er wird jetzt da runtergedrängt und da unten wartet dann das Schiff. Johanna ist bereits down. Dorfbewohner sind das nächste Ziel. 8 Kills bisher gemacht. Wie viel werden das noch? Die Dorfbewohner auf der Flucht. Textilien haben sie nicht. Mehr Dorfbewohner, die da angegangen werden von verschiedenen Zeiten. Reinforcements werden direkt abgesammelt. Und Vortex hat er da den Durchbruch schon geschafft durch die Verteidigung seines Gegners. Da wird jetzt eine Relikie noch eingesammelt von Wärm. Immerhin etwas, aber er hat halt riesige Economy-Probleme. 14, 16 Kills jetzt. Economy-Kills haben sie ja schon verdoppelt. Das ist in einem 20er Unterschied. 55 zu 75. Und zudem ist nochmal 20 untätig. Und da kommt noch mehr Einheiten von der anderen Seite. Es gibt endlose Probleme in der Basis von Wärm. Militärisch, er hat 3 Einheiten. Sein Gegner hat 28. Und wie man sieht, die Dorfbewohner einfach nur am Fliehen, am irgendwie sich am Leben halten, falls möglich das Dorf zum Schießt, was es kann. Johanna ist jetzt wieder da, versucht auszuhelfen, was geht. Und die Einheiten, sie werden schwächer, die hier drin sind. Es sind nicht mehr ganz so viele Johanna. Jetzt ist sie die nächste Stufe. Jetzt ist immer eine deutliche Unterstützung. Kann ihre Gefährten rufen, macht mehr Damage, hält mehr aus. Das könnte nochmal den Kampf etwas stabilisieren. Gerade diese Elite-Kämpfer sind sehr, sehr schwer zu bezwingen. Das wird Vortex gleich zu spüren bekommen. Aber trotzdem, der Economy-Unterschied, das ist wieder mal das bedeutende Thema. Und vor allem, der soll noch ein bisschen größer sein. Johanna fällt dann doch ein weiteres Mal. Man sieht, die Elite-Kämpfer halten deutlich länger durch gegen die Sperrkämpfer. Das Dorf schießt immer noch, wie gut es nur geht. Aber es ist halt einfach nicht so viel Damage auf solche Einheiten. Moment, die zweite Basis ist etwas stabiler. Da laufen die Einheiten nämlich mitten durch und werden einfach weggesammelt. Das ist der Reinforcement-Punkt für Vortex nicht mehr ganz so elegant.
Aber ja, wirtschaftlich sieht es halt ziemlich übel aus für VAM. Immer noch sehr viel untätig und 79 zu 55 der Gesamtstand in der Economy. Aber VAM wird das überleben erstmal. Betonung liegt auf erstmal. Weil wie kann es sich aus diesen Nachteilen rausarbeiten? Das wird jetzt seine große Herausforderung. Immer noch Jagd auf Dorfbrunnen angesetzt. Das könnte nochmal einen Kill geben. Kill Nummer 26. Dieser Ritter möchte auch noch mehr. Dorfbrunnen sammeln, so gut es geht. Damit die Ressourcen weiter reinkommen, dass man weiter Reinforcements setzen kann. Aber wie man sieht, es ist trotzdem noch sehr, sehr schwer. Kill Nummer 27 ist passiert. Kill Nummer 28 wird gejagt. Aber das reicht nicht ganz. Und somit ist der Erge erstmal überstanden. Aber Konsequenz ist halt ein 30er Unterschied in der Economy. Also entsprechend übel sieht das auch aus in der Sammelrate. Gesamtbevölkerung 60 zu 90. Kann sich VAM davon irgendwie zurückbeißen? Das ist die große Frage. Johanna ist wieder da. Der Wald verschwindet. Klar, die Map wird immer kleiner. Die Map gibt nicht so viel her. Das muss man auch bedenken. Die Ressourcen sind hier relativ zügig erschöpft. Hat die Bärensteuer runtergesammelt. Außenposten mit dazu. Und jetzt erstmal wurde gesagt, ich baue erstmal auf, holt sich eine Mangel, holt sich einen Kriegermönch. Geht einmal die Gewalt der Städte hier wieder an, dass die auf Null gesetzt wird. Ja, das schießt einfach der Außenposten weiterhin und blockt damit auch die Goldader. Also, die Probleme für VAM enden einfach nicht. 50% mehr Economy für den Gegner. Einmal Heiliger Pfeil reingejagt, Kriegermönch wird weggeschossen. Fällt auch, Reliquie liegt also, aber... Ja, die Armee macht sich damit auf den Weg und Vortex sagt, ist mir egal, ich verpasse einfach den Todesstoß. Weg durch die Mitte ist auch offen, Mangel ist mit dabei, also das Leben für die Armbruchschützen wird auch alles andere als angenehm. Vor allem ist ein Haufen Reit jetzt mit drin. Ja, das Nyona ist komplett alleine, Nyona fällt als allererstes und ich sehe da wirklich wenig Chancen für VAM. Wieder seine Economy wird einquartiert, muss laufen, die Einheiten werden auch surrounded, also er wird da weder Militär noch Economy gleich kriegen. Mangel ist mit dabei, haut auf die Einheiten mit drauf, Feld verschwindet. Und die Einheiten werden trotzdem kaputt gemacht. Die Dorfbrunnen sind bereits im Außenposten, sind bereits im Dorfzentrum. Alles, was nicht irgendwo gesichert einquartiert ist, wird einfach nur zerstört. Der 2 Militär zu 34, das Ding ist wirklich gelaufen für VAM. Johanna wird nochmal zurückgerufen, um die Mangel zu zerstören. Das gelingt auch. Aber die Probleme sind trotzdem einfach überwältigend hier für VAM. Und ja, Johanna stirbt einen Moment später direkt wieder. Weil Vortex einfach, ja, die Basis mit Einheiten schwärmt. Flutet wirklich. Hat einen kurzen Weg. Hat viel zu viel, eine viel zu starke Economy dahinter. Das Ding ist gelaufen. Somit ist es am Ende Vortex, der sich mit einem 3 zu 2 durchsetzen kann. Also es geht viel hin und her, Schlag um Schlag. Aber gerade in den letzten zwei Karten hat Vortex seinen Gegner mehr und mehr abgewürgt, muss man sagen. Ja, eben, wenn man schon mal 20 Dorfbewohner verloren hat, ist so ein Game halt einfach sehr, sehr schwer zu retten. Also man hängt wirklich auf 120 Dorfbewohner. Wenn man bei 120 Dorfbewohner 20 verliert, dann ist das nochmal ein anderes Thema. Aber jetzt in so einem... Was waren wir in einem 60er, 50er, 60er Bereich, 20 Dorfbewohner, quasi die Hälfte der Economy fast verloren. Das ist einfach zu viel des Guten. Man sieht auf Vortex, ja gut, Armee ist einmal verloren gegangen, ich baue das wieder auf und dann verpasse ich den Todesstoß. Und genauso war das am Ende auch. Somit haben wir den nächsten Halbfinalisten ermittelt. Es ist am Ende Vortex geworden, auch wenn er da mehrfach im Rückstand war. Konnte aber trotzdem die Serie gewinnen. Das ist mir, bis nächstes Mal und ciao.